Ja, meine Damen und Herren, so wären wir mittendrin. Vielen Dank, Dr. Arnold. Ich darf Ihnen die Diskussionsteilnehmer kurz vorstellen. Frau Angelika Behm, geboren 1954, leitet das Diakoniehospiz Wannsee. Frau Behm ist seit ihrem 18. Lebensjahr im diakonischen Dienst tätig und hat Sozialpädagogik studiert. Nach der schweren Erkrankung und dem frühen Tod ihres Mannes, Pfarrer Dr. Karl-Dieter Behm, wandte sie sich der Hospizarbeit zu. Sie sagt, Hospizbewegung und Palliativmedizin sind echte Alternativen zur Sterbehilfe. Professor Gerhard Seher, 1965 in Münster geboren, promovierte zum Thema Liberalismus und Strafe. Professor Seher lehrt an der Freien Universität zu Strafrecht und Rechtsphilosophie. Sein Statement zum Thema, das aus der Würde des Menschen fließende Recht, in freier Verantwortung über das eigene Leben zu verfügen, wiegt höher als der objektive Wert des Lebens und die Unterstützung eines freien, verantwortlichen Suizids ist weder ethisch noch rechtlich verwerflich. Professor Notka Slenska vom Lehrstuhl für Systematische Theologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Der Vater von 4 Kindern äußert sich zum Thema, die Feststellung, dass ein Leben nicht mehr erträglich oder nicht mehr lebenswert ist, sollte als Feststellung über das jeweils eigene Leben respektiert werden. Ein anderer darf sich dieses Urteil aber niemals zu eigen machen. Herr Dr. Jürgen von Stünzner, seit 2005 ist er Landarzt in Briesen und hat sich vor 3 Jahren auf die ambulante Palliativversorgung spezialisiert. Für ihn steht fest, der Wunsch nach Sterbehilfe ist Ausdruck medizinischer Unterversorgung. Die palliativmedizinische Versorgung ermöglicht es Menschen, ihr Leben auch mit schweren Einschränkungen bis zu Ende in Würde und Selbstbestimmtheit leben zu können. Und zum Schluss, lieber Dr. Kammann, ganz herzlichen Dank. Sie als Leiter, Diskussionsleiter heute, Sohn eines Pfarrers, uns vereint so manches, unter anderem auch das. Des Weiteren sind Sie 6. von 6 Kindern eines Pfarrers. Ich bin 5. von 6 Kindern eines Pfarrers. Und des Weiteren sind wir auch noch gleichen Jahrgangs, nämlich 1961. Der Sohn, ja, Sie leiten in der Tageszeitung das Ressort. Ich leite nicht. Nein, nicht gut. Das Politikressort der Tageszeitung Die Welt und arbeiten vor allem zu dem Thema Kirchenfragen und Bioethik. Ihr Buch Todeskämpfe, die Politik des Jenseits und der Streit um Sterbehilfe befasst sich eingehend mit dem Thema unserer Veranstaltung. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie jetzt uns durch den Abend führen werden. Ich bin am Ende. Danke, dass Sie mich so lange zugehört haben. Vielleicht ganz kurz, weshalb wir hier sitzen und was der Stand der Dinge ist. Konkreter Anlass ist, dass der Bundestag sich mit einer Gesetzgebung zur Suizidassistenz befassen wird. Das ist im Augenblick so geplant, dass wohl nach der Sommerpause 2015 der Bundestag ohne Fraktionszwang über verschiedene Gruppenanträge entscheiden wird, die von einzelnen Abgeordneten aus der Mitte des Parlaments heraus formuliert werden. Der Prozess des Formulierens beginnt jetzt so allmählich im Bundestag. Einige Abgeordnete sind an Vorüberlegungen und einzelnen Entwürfen schon dran. Es wird nach der Sommerpause im Bundestag eine institutionell noch nicht genau geklärte Anhörung geben. Welcher Ausschuss das macht, in welcher Form, ist wohl noch nicht ganz klar. Und dann soll im Winter ans Schreiben dieser Gruppenanträge gegangen werden, wenn ich das richtig sehe, im Frühjahr die erste Lesung und dann nach der Sommerpause 2015 die zweite und dritte Lesung. Nimmt Beschluss, sodass ein Gesetz dann frühestens 2016 in Kraft treten würde. So. Eine andere Vorbemerkung ist die, dass man sich vielleicht noch mal eben klar machen muss, worüber wir reden und worüber wir vor allem nicht reden. Wir reden nicht, also wir diskutieren jedenfalls strittig nicht, über das sogenannte Sterbenlassen. Das meint Behandlungsabbrüche oder Behandlungsverzicht. Wenn man eine medizinische Therapie gegen den Wunsch des
Krebspatienten vornimmt, dann ist das Körperverletzung. Das war in der Bundesrepublik auch immer schon so. Das heißt, künstliche Beatmung oder Ernährung als lebenserhaltende Maßnahmen können gegen den Willen des Patienten nicht vorgenommen werden, können also insofern zurückgewiesen werden. Und wenn der Patient das will, dann lässt man ihn sterben. Und seit dem spätestens, muss man sagen, seit dem Gesetz über die Patientenverfügung, rechtlich war das schon vorher so, gilt das auch für den Willen von nicht äußerungsfähigen Patienten, etwa Demenzkranken, die in einer vorherigen Patientenverfügung festgelegt haben, dass sie zum Beispiel nicht künstlich ernährt werden sollen. Die Ärzteschaft, um es vorsichtig auszudrücken, hat sich damit schwer getan, das zu akzeptieren. Mittlerweile ist es weithin akzeptiert und ist wohl auch im Prinzip die Regel geworden. Das ist unstrittig über dieses Sterben lassen, wobei man den Menschen dann natürlich auch helfen muss, dass man ihnen Schmerzen und Ängste nimmt. Brauchen wir also nicht uns zu streiten. Wir brauchen uns weiterhin nicht zu streiten über die Tötung auf Verlangen. Das ist also platt gesagt die ärztliche Giftspritze auf den ausdrücklichen Wunsch des Patienten hin. Das ist in Deutschland eine Straftat und wenn ich das richtig sehe, plant auch in der politischen Debatte niemand das zu ändern. Aber erlaubt ist es in den Niederlanden und in Belgien mit strengen Regeln, die übrigens etwas strenger sind, als es manchmal in Deutschland kommuniziert wird. Gleichwohl gibt es dort eine steigende Zahl von Todesfällen durch diese Tötung auf Verlangen. Darüber brauchen wir hier auch nicht zu reden. Niemand will das irgendwie erlauben. So, worüber wir reden, ist etwas, was in den Niederlanden auch erlaubt ist, was allerdings hauptsächlich durch die Schweizer Diskussion bewegt, nämlich die Beihilfe zum Suizid. Also ein Arzt oder auch sonst jemand stellt einer Person, die danach frei verantwortlich verlangt, ein tödlich wirkendes Medikament zur Verfügung, mit dem sich diese Person selbst umbringt. Das wird in den Niederlanden in sehr niedrigen Zahlen praktiziert. Eigenartigerweise lassen sich in den Niederlanden die Leute lieber vom Arzt eine Spritze geben, als dass sie selbst das trinken. Sie könnten sich das auswählen, aber das ist ganz eigenartig. Vielleicht wäre darüber noch zu reden, warum das so ist. In der Schweiz wird das von Suizidbeihilfevereinen organisiert, in der Regel nur für Schweizer Mitglieder. Ein Verein Dignitas macht das auch für Nicht-Schweizer. Das wird auch in Deutschland praktiziert, nämlich von dem Verein Sterbehilfe Deutschland, des früheren Hamburger Justizsenators Roger Kusch, sowie von einigen Ärzten, am bekanntesten der Berliner Arzt Uwe Christian Arnold. Der hat ungefähr, schwer zu sagen, das in etwa 200 Fällen schon gemacht. Sterbehilfe Deutschland von Kusch kommt pro Jahr auf 35 bis 45. Die dokumentieren aber die Fälle sehr genau. Und da wird deutlich, dass die, genau wie die Schweizer Vereine, im Grunde drei Klientelgruppen haben. Das erste sind wirklich sterbenskranke Menschen in der Endphase einer mit Sicherheit tödlichen Erkrankung. Das zweite sind sogenannte lebenssatte Hochbetagte, also Leute, sagen wir mal Mitte 80, die bei Beginn der Hinfälligkeit denken, bevor ich ins Heim muss, das werde ich demnächst müssen, möchte ich mich lieber töten. Und es sind sowohl in der Schweiz in einigen Fällen als auch in dem Kusch-Verein psychisch Kranke, wo man auf eine von außen schwer zu bestimmende Weise den Eindruck hat, dass der Suizidwunsch etwas mit ihrer psychischen Erkrankung zu tun haben könnte, ohne dass man das, da man die Leute ja nicht mehr gesehen hat, wirklich genau beurteilen könnte. So, und das Letzte, worüber wir reden müssen, ist Oregon. Das ist einer von vier amerikanischen Bundesstaaten, wo die Suizidbeihilfe, nur die Suizidbeihilfe, nicht die Tötung auf Verlangen, in sehr engen Grenzen erlaubt ist, in deutlich engeren Grenzen als in der Schweiz. Auch dieser Gesetzentwurf oder Gesetzesvorschlag, von dem vorhin schon die Rede war, orientiert sich im Prinzip an dem Modell in Oregon. Zwei Ärzte müssen nach eigener Untersuchung zu dem Befund kommen, dass der Patient schwerstkrank und in der Schlussphase einer tödlich verlaufenden Krankheit ist. Das muss natürlich auf dessen Wunsch hin geschehen, mit längerer Bedenkzahl. In Oregon sind die Zahlen recht gering.
und bleiben offensichtlich bislang auch recht gering. So, jetzt ist also in Deutschland die Diskussion, wie sollen wir das regeln? Die Union, Herr Arnold hat das ja schon referiert, ist also der großer Mehrheit, kann man sagen, der Meinung, dass man die organisierte Suizidassistenz verbieten sollte. Das würde sowohl den Verein von Kusch treffen, als auch Ärzte wie den Arnold, die das regelmäßig wiederholt machen würden, die also nicht nur einmal in einer Ausnahmesituation das machen, sondern die das 3-4 Mal im Jahr, Ärzte sprechen sich rum, der kann das gut, dann mache ich es nochmal, das wäre dann auch strafrechtlich verboten. So, Herr Seher, jetzt habe ich lange genug geredet. Kann ein Staat eigentlich so etwas verbieten, wo doch der Suizid selbst natürlich überhaupt keine Straftat ist? Herzlichen Dank für die durchaus ja treffende Einleitungsfrage an mich. Ich möchte ganz kurz nur skizzieren, wie sich dieses Problem aus strafrechtlicher und rechtsphilosophischer Sicht darstellt. Dass der Suizid selbst nicht verboten ist, ist einhellige Meinung und braucht auch nicht groß diskutiert zu werden. Rechtlich wurzelt er in der Menschenwürde und der aus der Menschenwürde folgenden Autonomie des Einzelnen über sein Leben sowohl während des Lebens gestaltend zu verfügen, als auch über das Lebensende zu entscheiden. Alles andere würde ja dazu führen, dass es eine Pflicht zu leben gäbe. Und wem gegenüber sollte man diese Pflicht haben? Rechtlich gefragt. Möglicherweise gegenüber Gott, aber jedenfalls gegenüber dem Staat lässt sich nach heutiger Staatsauffassung so eine Pflicht kaum begründen. Ist der Suizid selbst aber nicht verboten, dann kann es nach der Struktur des Strafgesetzes auch keine Beihilfe zum Suizid geben. Deshalb habe ich jetzt und für den Rest der Diskussion auch einige Schwierigkeiten mit dem Begriff der Suizidbeihilfe, weil der ein bisschen tendenziös ist. Er unterstellt nämlich schon, dass das so etwas wie eine Straftat wäre. Beihilfe ist nichts anderes als die Förderung einer fremden Straftat. Und wenn der Suizid keine Straftat ist, kann man Beihilfe dazu nicht leisten. Wenn ich ein Regal aufbaue und Sie helfen mir dabei, dann würden Sie nie sagen, ich habe Beihilfe geleistet. Sie würden das Wort gar nicht benutzen, sondern ein anderes. Deshalb ist mir die Rede von der Suizidhilfe oder Suizidunterstützung hier etwas lieber, nicht zuletzt, weil sie juristisch präziser ist. Der Gesetzgeber hat das sehr genau gesehen, als er den Gesetzesvorschlag eingebracht hat, der jetzt zu den Diskussionen geführt hat, die ja eben schon dargelegt worden sind. Und hat deshalb einen eigenständigen Straftatbestand entworfen, der Unterstützung fremder Selbsttötung. Und da stellt sich natürlich die Frage, die Sie mir gestellt haben, darf der Gesetzgeber das? Und das ist in der Tat ein großes Problem im Moment in der Diskussion zwischen Strafrechtlern, Staatsrechtlern und auch Politikern. Ist der Gesetzgeber eigentlich ganz frei darin, Straftatbestände zu schaffen, wenn er selbst das Gefühl hat, eine bestimmte Materie mit den Mitteln des Strafrechts regeln zu wollen? Es hat vor einigen Jahren eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Geschwisterinzest gegeben. Vielleicht ist das dem einen oder der anderen von Ihnen durchaus bekannt. Und das Bundesverfassungsgericht hat hier relativ weite gesetzgeberische Freiheiten gesehen. Immerhin handelt es sich ja bei den gesetzgebenden Organen um die Vertreter des Souveräns, des Volkes. Und trotzdem muss man gerade in ethisch-moralisch umstrittenen Bereichen natürlich die Frage stellen, kann eine Mehrheit, die gerade zustande kommt oder vielleicht dann auch wieder nicht zustande kommt, diese Materien regeln? Darf sie das? Wenn man überlegt, welchem Zweck das Strafrecht dient, dann sagt man, das Strafrecht dient dem Schutz von Rechtsgütern anderer Personen und von überragenden Institutionen und allgemeinen Interessen. Man müsste also einem solchen Straftatbestand, egal wie er im Detail ausgestaltet wird, die Frage stellen, welchem Zweck er eigentlich dient. Und da werden die Dinge schon sehr spannend. Vorgeschlagen ist vor allem das Verbot der gewerblichen oder geschäftsmäßigen Unterstützung fremder Selbsttötungen. Dient das dazu, Schäden bei anderen zu verhindern? Wenn der Suizident tatsächlich freiwillig handelt, was vorher festzustellen ist,
dann verfügt er autonom über sein eigenes Rechtsgut. Da kann man nicht von einer Fremdschädigung sprechen. Dann wäre der Tatbestand also nicht legitimierbar. Und wenn der Suizident nicht freiwillig handelt, weil er zum Beispiel an einer schweren seelischen Störung leidet, dann ist dieser neue Tatbestand überflüssig, weil sich dann der Eingreifende oder der Unterstützende zum Herrn über den defekten Willen des Suizidenten selbst macht. Das kann man im Strafrecht als mittelbare Täterschaft erfassen. Das könnte sogar viel teurer werden als die 3 Jahre Freiheitsstrafe, die da jetzt angedacht sind. Das heißt, dieser Tatbestand, der vorgeschlagen wird, steht in erheblichen Spannungen zu legitimen Zwecken des Strafrechts. Ganz kurz noch andere Erwägungen, um es nicht zu lang werden zu lassen. Dieser Tatbestand könnte auch direkt dem Schutz des Suizidwilligen vor sich selbst dienen. Man spricht dann von Paternalismus. Der Staat schützt den Bürger vor sich selbst, wie ein Vater seine Kinder schützt. Auch hier wieder würde sich aber die Frage stellen, wie er diesen Schutz bewerkstelligen kann. Ist der Suizidwillige Herr seiner Willensbildung? Muss der Staat das nach dem Autonomieprinzip und der Menschenwürde hinnehmen? Dann gibt es nichts zu schützen. Und ist der Wille des Suizidwilligen defekt? Dann, wie gesagt, gibt es bereits jetzt ausreichende und wohl sogar schärfere strafrechtliche Möglichkeiten zur Sanktionierung. Es bleibt also rechtsphilosophisch der Verdacht, dass es sich hier letztlich um moralistische Gesetzgebung handelt. Das heißt um einen Straftatbestand, dessen Sinn vor allem darin liegt, gewachsene religiöse oder moralische Überzeugungen zu sichern und zu unterstützen. Ob das aber in einem säkularen Staat, in dem es nicht nur viele unterschiedlich Gläubige, sondern auch sehr viele gar nicht Getaufte gibt, ein legitimes Anliegen des Staates sein sollte, vor allem wenn wir über den Einsatz des Strafrechts als härtester Waffe des Staates reden, das ist in meinen Augen die Frage, über die zu diskutieren sein wird. Das wollen wir tun. Herr Stünzner, für Sie als Arzt, wäre es eigentlich, das plant ja zum Beispiel dieser eine Gesetzentwurf, der heute vorgestellt wurde, wäre es eigentlich für Sie als Arzt sinnvoll, hilfreich, erstrebenswert, wenn es so etwas wie geregelte Freiräume für die Suizidassistenz gäbe? Versteht mich jeder da hinten? Ja, auch die Frage? Okay, also aus meiner Sicht, nein, das ist nicht hilfreich. Ich habe mir in Vorbereitung zu dieser Diskussion viele Einzelfallbeschreibungen durchgelesen von Dignitas und Exit und auch von Herrn Kusch, wo eben dargestellt wurde, auf welche Patienten und auf welchen Wege die dann zu Tode gebracht wurden. Und ich war größtenteils sehr betroffen, weil der überwiegenden Anzahl der Menschen medizinische Hilfe, psychologische, psychiatrische Hilfe vorenthalten wurde. In ganz erheblichem Ausmaß. Und wir haben heute gerade in der Palliativmedizin sehr viele Möglichkeiten, den Patienten abzuholen in seiner Verzweiflung und symptomorientiert, nicht mehr krankheitsbezogen heilend zu agieren, sondern symptombezogen lindernd zu agieren. Die vielen Symptome, die solche Patienten haben, von Angst und Schmerz, Luftnot, Übelkeit, Erbrechen, von offenen Wunden, von Einsamkeit, das ist alles heutzutage in den SAPV-Teams. SAPV ist die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, die es mittlerweile in ganz Deutschland gibt, nicht ganz flächendeckend, aber fast überall. Und wir besprechen das in den Teams, wie man solche Menschen behandelt, wo man sie abholt und wie man mit ihnen umgeht. Und wenn man das den Patienten darstellt, gerade an dem Übergang von der kurativen, von der heilenden Medizin zur palliativen Medizin, muss man mit den Menschen reden, sehr intensiv reden und ihnen die Ängste nehmen. Wenn man jemanden sagt, er muss
Er wird aller Voraussicht nach an dieser schweren Erkrankung sterben. Und es wird eine schlimme Zeit werden. Dann sind natürlich die Gedanken an Suizid nachvollziehbar bei jedem. Und diese Ängste, was passiert, diese Ängste müssen wir den Menschen nehmen. Denn vor dem Tod haben die wenigsten nachher Angst. Der Weg dahin ist das Problem. Und diese Probleme auf diesem Wege, die müssen wir lösen. Kann man dann nicht, oder muss man dann aber nicht akzeptieren, dass es Leute gibt, die sagen, ja, mag sein. Ich möchte aber trotzdem, weil diese Leute haben ja sowieso schon verloren. Also die, das ist ja jetzt nicht so, dass die die Wahl hätten zwischen einem glücklichen Leben in 10 Jahren, noch 10 Jahre weit, oder eben schnell im Tod, sondern die haben auf jeden Fall verloren. Ich kriege ganz oft die Frage, gerade wenn man dann kurz unter 4 Augen ist, es sind ja meistens mehr Angehörige dabei, wenn es soweit ist, können Sie mir helfen? Nee. Und diese Frage ist ja sehr zweideutig. Und da muss man sich bemühen, die eindeutig zu beantworten, nämlich zu sagen, ich bin nicht der, der Ihnen eine Spritze gibt, dass Sie sterben werden, aber ich kann Ihnen bei den und den Symptomen helfen und biete an die Begleitung. Und das funktioniert in den allermeisten Fällen ganz gut. Ich bin dann nicht mehr gefragt worden nach der Spritze. Ja, die dürfen Sie ja sowieso nicht geben. Aber gefragt werden ist ja legitim. Ja. Und ich würde dafür auch nicht zur Verfügung stehen. Mhm. Da gibt es andere, die dafür zur Verfügung stehen, was ich für fragwürdig halte. Aber es ist eine individuelle Entscheidung. Wie offen, Frau Behm, kann man in einem Hospiz über solche Sterbewünsche, nennen wir sie auch jetzt mal nicht verklausuliert, also nicht, wenn es soweit ist, sondern das und das will ich. Das, Leute sind ja in der Lage, sowas zu formulieren. Wird sowas im Hospiz eigentlich manchmal gesagt und wie gehen Sie dann damit um? Das wird durchaus gesagt. Und wie Herr von Stutzner schon sagte, natürlich darf man alle Fragen stellen und in einem Hospiz auch alle seine Ängste und Befürchtungen zum Ausdruck bringen. Das wäre ja schlimm, wenn man in ein Hospiz käme, was von der Übersetzung her heißt Herberge und ein Ort der Geborgenheit sein soll und man dann nicht das, was einen bewegt, aussprechen darf. Selbstverständlich darf man das. Aber die Erfahrung zeigt, dass wenn wir all das, was mit den Möglichkeiten der Palliativmedizin und der palliativen Pflege, aber auch der psychosozialen und spirituellen Begleitung, wenn wir das alles den Menschen zukommen lassen, und das wollen wir ja im Hospiz, genauso wie die SAPV-Teams das zu Hause machen, versuchen wir das auch im stationären Hospiz, nämlich genau bei den Menschen, die nicht mehr zu Hause versorgt werden können, dann ist dieser Wunsch in der Regel nicht mehr da. Ich will ein Beispiel sagen, was ich selber erlebt habe, dass ich gebeten wurde, mit einem Gast im Hospiz zu sprechen. Wir nennen im Hospiz die Menschen Gäste, kommt auch aus dem lateinischen Hospes, der Gast. Ich ging also zu ihm rein und fragte mich, ob ich mich setzen darf und er sagte, nur dann, wenn Sie dafür sorgen, dass ich die Spritze bekomme. Das war schon mal eine klare Ansage. Ich habe dann gesagt, dass ich das nicht könnte, mich aber trotzdem gerne setzen würde und ob er mir das erlauben würde. Das kam dann auch dazu und wir hatten ein relativ langes Gespräch, in dem er sich dann geöffnet hat und seine Ängste zum Ausdruck gebracht hat. Und diese Ängste konnte ich sehr gut verstehen. Er hatte nämlich einen Tumor am Hals und er fürchtete, dass dieser Tumor nach innen wachsen würde und er daran ersticken würde. Ich glaube, das kann jeder hier im Raum gut nachvollziehen, dass man da Angst hat. Und ich konnte ihm sagen, dass die Palliativmedizin Medikamente hat, dass er dieses Ersticken nicht erleben wird. Und es war wie so ein Schalter, der umgeknickt ist, weil sicher hatten das ihm schon andere gesagt. Und ich war dann zufällig diejenige, wo er es aufgenommen hat.
und er wendete sich wieder dem Leben zu. Er ist wieder aufgestanden, er ist wieder im Hospiz rumgelaufen, er hat an den kleinen Aktivitäten, die wir so noch anbieten, teilgenommen und er ist nach einer Woche ohne irgendwelche besonderen Schwierigkeiten gestorben. Und die Frage kam nicht noch einmal. Und das ist unsere Erfahrung. Wenn wir die Ängste, die da sind, nehmen können, dann wird diese Frage nicht mehr gestellt. Aber die Frage darf man natürlich stellen, die muss man auch stellen. Ketzerfrage. Ist das nicht ganz klar, dass Sie diese Erfahrungen machen? Weil ja ins Hospiz sowieso nur Leute kommen, die tendenziell erstmal bereit sind, sich darauf einzulassen. Also dass gewissermaßen das soziale Sample, das Sie haben, an dem Sie solche Erfahrungen machen können, extrem einseitig ausgewählt ist, weil die Leute sich selbst dahin auswählen und andere gar nicht hinkommen. Ja, ja. Aber in der Tat ist es ja so, dass dieser Sterbeprozess ja nicht so ein einfacher Prozess ist, sondern Menschen immer wieder Zweifel haben, immer wieder Hoffnung haben, es immer wieder neue Fragestellungen auch gibt. Das ist ja schon mal klar. In der Tat ist es bisher so, dass der Personenkreis, der in einem Hospiz aufgenommen wird, ja doch noch relativ eng ist. Ne? Es sind Menschen, die eine begrenzte Lebenserwartung haben, bei denen die kurative, also die heilende Therapie abgeschlossen ist, die zu Hause nicht mehr versorgt werden können, die bei denen ein Krankenhausaufenthalt nicht mehr notwendig ist und die Lebenserwartung eben wenige Wochen bis Monate besteht. Und das wissen die meisten ja auch, die in ein Hospiz kommen, es sei denn, sie haben eine Erkrankung, wo auch ihre Denkleistung schon ein bisschen eingeschränkt ist, zum Beispiel durch einen Hirntumor. Aber die meisten machen schon diesen Schritt ja bewusst in ein Hospiz. Das ist richtig. Herr Slenska, moralistische Gesetzgebung kritisierte der Herr sehr. Ich würde mal sagen, das ist doch eine Spezialität von Kirchen. Ne? Moralistische Gesetzgebung? Ja, oder die Interventionen. Ich meine, dafür haben Sie doch Ihre Prälaten und Bevollmächtigten bei der Bundesregierung, um moralistische Gesetzgebung in Gang zu setzen, oder nicht? Würde ich nicht sagen. Also wir sind uns völlig einig. Ach so. Wir sind uns völlig einig, dass das Recht nicht die Funktion haben kann, herkömmliche, weltanschaulich begründete oder religiös oder metaphysisch, wie immer, begründete traditionelle Vorgaben zu schützen. Das ist nicht der Sinn der Gesetzgebung, da sind wir uns völlig einig. Und die Kirchen argumentieren ja auch nicht so, dass es darum gehe, in irgendeiner Weise, wie auch immer, identifizierbare religiöse Willensvorgaben oder göttliche Willensvorgaben in Gesetzesform zu gießen. Wohl aber ist es doch so, dass bestimmte Weltanschauungen, und das müssen gar nicht religiöse Weltanschauungen sein, der Entdeckungsgrund für Einsichten sein können, die sich dann im gesellschaftlichen Diskurs auch als plausibel erweisen können. Beispielsweise, und jetzt knüpfe ich bei dem an, was Sie gesagt haben, gibt es eine Pflicht zu leben? Fragezeichen. Wenn man als denjenigen, der diese Pflicht einklagen könnte, den Staat nimmt, würden wir das alle verneinen. Nicht? Es gibt vom Staat her, oder der Staat kann dem Einzelnen nicht vorschreiben, dass er eine Pflicht hat zu leben. Und möglicherweise eine göttliche Instanz werden viele auch ablehnen als Quellort dieser Verpflichtung. Aber wenn ich mich hinstellen würde, Sie wissen, wurde eben gesagt, ich habe 4 Kinder. Und wenn ich Ihnen sagen würde, ich begehe jetzt Selbstmord oder Selbsttötung, würden Sie sagen, dass das eine sittlich angemessene Verhaltensweise meinerseits ist? Würden Sie nicht sagen. Selbstverständlich nicht. Sie würden darauf hinweisen, dass ich Verpflichtungen meinen Kindern gegenüber habe. Nicht? Und selbst wenn ich darauf hinweisen könnte, dass die durch Renten und so weiter ein auskömmliches Leben haben, würden Sie sagen, damit ist meine Pflicht aber nicht erfüllt, sondern ich muss denen als Vater zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt doch eine Pflicht zu leben und wir würden das alle bejahen in bestimmter Weise. Nicht? Und das heißt, auch in der Verfügung über das eigene Leben, das Recht zur Verfügung über das eigene Leben hat zumindest moralische Grenzen. Wenn es nicht rechtliche Grenzen, wenn dieses Recht nicht rechtliche Grenzen hat, dann hat es doch moralische Grenzen. Nicht? Und wir würden doch, wenn wir ins Gespräch kommen, oder wenn Sie dann in diesem Fall mit mir ins Gespräch kommen,
dann würden Sie doch mich versuchen, darauf aufmerksam zu machen, dass mein Selbstbestimmungsrecht Grenzen hat. Und Sie würden doch versuchen, bei mir die Einsicht in diese Grenzen des Selbstbestimmungsrechts nicht so zu wecken, dass Sie sagen, Sie müssen aber oder Sie dürfen nicht Selbstmord begehen, sondern bei mir die Einsicht zu wecken, dass zu meiner Selbstbestimmung mein Vatersein dazugehört. Nicht? Und dass das ein Moment meiner Selbstbestimmung ist, die Verpflichtung gegenüber anderen. Nicht, dass das nicht ein Akt der Heteronomie ist. Nicht? Ein Gesetz kann diese moralische Verpflichtung nicht einholen. Nicht? Aber ein Gesetz kann zumindest dafür sorgen, das wäre jetzt der zweite Punkt, bei der die christliche Überzeugung davon, dass das Leben nicht einfach in unsere Verfügung gestellt ist. Ein Gesetz kann dafür sorgen, dass auch die Frage gestellt wird, ob derjenige, der sich entscheidet, Selbstmord zu begehen oder Selbsttötung zu begehen, auch tatsächlich eine nicht nur subjektiv erlebte, sondern tatsächlich eine freie Entscheidung trifft. Nicht? Also beispielsweise ein Jugendlicher, der aus tiefem Liebeskummer heraus beschließt, mein Leben ist nicht mehr lebenswert, den werden Sie vor sich selber in Schutz nehmen wollen. Und Sie werden auch einen Volljährigen, der im tiefen Liebeskummer diesen Entschluss fasst, darauf hinweisen, dass er in 2 Jahren über diese Situation anders denkt und dass er sich das doch nochmal überlegen soll. Und eine gesetzliche Regelung hätte sozusagen die Funktion, Schutzmechanismen vor dem Missverständnis der eigenen Verfügungsgewalt über das Leben zumindest einzuführen. Aber nun reden wir ja, also wenn ich das in der politischen Debatte richtig sehe, dann wird ja allgemein eher über solche Fälle geredet, in denen es aus Sicht der Betroffenen gar nicht um eine willkürliche Verfügung über ihr eigenes Leben geht, sondern darum, dass über dieses Leben bereits durch eine Krankheit verfügt worden ist. In gewisser Hinsicht gehört ihnen dieses Leben schon gar nicht mehr, weil der Feind bereits die Stadtmauern erobert hat und in den Gassen steht und diese Menschen eigentlich nur noch 2 Möglichkeiten haben. Entweder ich sterbe jetzt durch eigene Hand oder in 3 Wochen durch meinen Feind die Krankheit. Das heißt, diese Frage nach dem Verfügen dürfen, nicht verfügen dürfen, stellt sich doch, die ist ja bei Kant und in der gesamten Ethik natürlich schon sehr klar in Richtung, darüber können wir nicht verfügen. Aber diese Frage stellt sich ja bei solchen Fällen, solchen Menschen eigentlich nicht mehr. Ja, also 2 Möglichkeiten der Antwort darauf. Sie stellt sich streng genommen bei keinem von uns. Denn die Möglichkeit, ewig zu leben, hat keiner von uns. Nicht? Also, okay, aber wir wissen, dass es Unterschiede gibt. Ja, ne? Es gibt Unterschiede. Und ich würde ja auch sagen, dass man in einem Gespräch mit einem Suizidwilligen, der in einer solchen Krankheitssituation ist, auch an den Punkt kommen kann, wo man diesen Wunsch zu sterben respektieren muss, selbst dann, wenn man ihn nicht nachvollziehen, als richtig betrachten kann, sondern wo man ihn respektieren muss. Nicht? Und wo man dann möglicherweise auch in die Lage kommt, und das ist ja im Augenblick auch so, dass die Beihilfe zum Suizid in solchen Fällen straffrei ist, diesen Wunsch, also wenn es sich um ein persönliches Vertrauensverhältnis handelt und so weiter, diesen Wunsch nach Suizid zumindest zu begleiten. Nicht? Das wäre dann die Situation, der Ratsvorsitzende Schneider thematisiert hat in diesem berühmten Interview mit seiner Frau, das schon erwähnt wurde, diese Situation einer individuellen und dann, das heißt aber auch nicht gesetzlich regelbaren Entscheidung, zumindest diesen Wunsch zu respektieren, das kann es schon geben. Nicht? Das würde ich durchaus sagen. Frau Behm, wie haben Sie vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrung mit dem Tod Ihres Mannes dieses Interview mit den Schneiders oder diese 2 Interviews, muss man ja sagen, mit den 2 Schneiders wahrgenommen? Also wer es nicht gelesen hat, Ehepaar Schneider, EKD-Ratsvorsitzender, die sind seit mehr als 40 Jahren verheiratet. Sie hat mittlerweile Brustkrebs, eine, wie es scheint, relativ gefährliche Form.
Und Sie haben sich in der Zeit und im Stern darüber geäußert, dass Sie es für richtig hält, die Suizidhilfe nicht komplett zu verbieten und dass Sie sich vorstellen könnte, sogar in die Schweiz zu einem Verein zu fahren. Und er hat dann gesagt, er würde aus Liebe, aber gegen seine Überzeugung Sie begleiten. Wie haben Sie dieses Gespräch oder diese Gespräche vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrungen gelesen? Also meine eigenen Erfahrungen liegen jetzt fast 20 Jahre zurück. Vor 20 Jahren war die Palliativmedizin einfach noch nicht so weit, wie sie heute ist. Aber damals hat sich für mich überhaupt nicht die Frage nach Beihilfe zum Suizid, das wäre auch bei der Erkrankung meines Mannes gar nicht gegangen, oder überhaupt nach aktiver Sterbehilfe hat sich nicht gestellt. Deshalb kann ich das schlecht vergleichen. Das sind einfach zwei wirklich sehr verschiedene Geschichten. Was ich gedacht habe, als ich beide Interviews sowohl in der Zeit als auch im Stern gelesen habe, war, wie viel wisst ihr eigentlich, ihr Schneiders, wie viel wisst ihr eigentlich darüber, was die Palliativmedizin und die palliative Pflege heute kann? Klar haben Sie die Erfahrung gehabt von Ihrer Tochter, ne, natürlich. Trotzdem denke ich, dass in unserer Gesellschaft ganz viel Unwissenheit ist darüber, welche Möglichkeiten es heute gibt. Und so wie sich Schneiders kurz nach der Diagnose da dargestellt haben, war es mein Eindruck, und es ist jetzt mein persönlicher Eindruck, dass da auch noch ganz viel Unwissenheit war. An Sie beide, vielleicht erstmal an Herrn Stünzler, bei Ihnen beiden habe ich manchmal so vorhin das Wort Paternalismus gedacht. Insofern, als ich dachte, naja, also Fragen dürft ihr schon stellen, aber die Antwort ist immer dieselbe. Also ist das nicht so eine Art von, ja, das ist ja an sich nichts, das ist nichts Besonderes für Ärzte. Sie müssen zulassen, dass Gespräche geführt werden und diese Gespräche können immer mal wieder in Bereiche führen, wo sie eigentlich abwinken müssen. Das ist an sich schon klar, aber ist es nicht in solchen Situationen, wo Menschen, das ist ja deren Tod und die haben diese Schmerzen und die sind am Schluss auch ganz schön schlau über ihre Krankheit, wo man dann sagen muss, ja, ich müsste eigentlich ein bisschen mehr eingehen auf diese Fragen? Also es ist völlig, wie gesagt, völlig legitim, dass jemand in so einer Situation über den Suizid nachdenkt. Aber es bleibt immer noch unsere Aufgabe, dieses zu umgehen, das zu verhindern und ihm Wege aufzuzeichnen, wie man aus dieser Zwickmühle hinauskommt. Das Ergebnis ist nach ein paar Wochen meistens dann das Gleiche. Da haben Sie recht. Trotzdem kann die Beihilfe zum Suizid keine Alternative ärztlichen Handelns sein. Der Heiler wird zum Henker. Das ist immer dieses Schlagwort dabei, das Plakative. Das schließt sich aus meiner Sicht aus und sowieso durch die zurzeit gültige Musterberufsordnung. Es gibt aber eben ganz große Unsicherheiten, auch aus ärztlicher Sicht bei den Ärzten. Es ist zum Beispiel sehr häufig, dass gerade im Sterbeprozess einer der Beteiligten, meistens aus der Familie, häufig ein Angehöriger, der von außen dazukommt, den Sterbenden sieht und sagt, jetzt muss aber was passieren und einen Notarzt ruft. Und wir haben in dem Fall jetzt zwei verschiedene medizinische Systeme. Wir haben den kassenärztlichen Dienst und wir haben den palliativen Dienst. Und der palliative Dienst hat auch die Funktion, den Patienten zu schützen vor der kurativen Medizin. Es kommt der Notarzt, kann die Situation nicht überblicken. Eine Patientenverfügung, da kann er sich drüber hinwegsetzen, denn die Patientenverfügung gilt nur, wenn zwei Ärzte unabhängig der Meinung sind, das, Doppelpunkt. Es ist aber nur einer da. Und er fängt an, dieses Leben zu retten, vermeintlich. Und das kommt leider immer wieder vor. Deswegen versuchen wir, alles in diesem SAPV-Team zu halten und die Patienten
zu versorgen mit Telefonnummern, das ist das Erste, mit der Möglichkeit jederzeit, wenn alle Stricke reißen, auch auf eine Palliativstation zu gehen oder angemeldet in Hospize. Das sind häufig Gratwanderungen. Aber es funktioniert. Und auf den Anfang der Frage, Suizid ist aus meiner Sicht eine Alternative, aber keine, die ärztlich unterstützt werden kann. Frau Behm, sind Sie Patriarchalin oder Patriarchin? Ich hoffe nicht. aber ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen nur dann eine Entscheidung treffen können, wenn sie auch Informationen haben. Wenn sie wirklich über das Hilfesystem, was es in unserem Land Gott sei Dank ja gibt, wenn sie darüber auch wirklich informiert sind. Und wenn sie das nicht sind, dann kommt ganz schnell dieser Wunsch nach einer Beihilfe zum Suizid. Wenn sie darüber informiert sind und auch die segensreichen Errungenschaften der Schmerztherapie, und das sind doch die Ängste. Die Ängste sind einmal vor großen Schmerzen, die Ängste sind da, anderen Menschen zur Last zu fallen, und die Ängste sind da, zu vereinsamen. Das sind die drei großen Ängste, die Menschen belasten. Und wenn diese Ängste den Menschen genommen werden können und sie erfahren, das geht auch anders, es gibt andere Möglichkeiten, dann ist dieser Wunsch nicht da. Das hat übrigens schon Cicely Saunders, die Begründerin der Hospizbewegung, gesagt. Wenn wir einem Menschen eine angemessene Schmerztherapie zukommen lassen, wenn wir eine gute Pflege zukommen lassen, wenn wir sie in ihren Wünschen und Bedürfnissen ernst nehmen, wenn wir sie spirituell begleiten, dann haben sie nicht mehr diesen Wunsch. Und das erleben wir in Deutschland, das erleben wir in anderen Ländern, das erleben wir überall da, wo es Hospizbewegung gibt. Herr Seher, jetzt habe ich vorhin mal versucht, so ein bisschen das Thema einzugrenzen, reden wir nur über Sterbenskranke. Jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden Sie das aber gar nicht so eingrenzen wollen. Sie würden sagen, psychisch Kranke, da ist keine Freiverantwortlichkeit des Willens vorhanden, das scheidet dann schon wegen anderer Gesetze aus. Aber es gibt ja relativ viele Menschen, Mitte 80, man kann sich zu Hause noch einigermaßen halten, merkt aber, man wird hinfällig. Und man ahnt schon, dass man bei der nächsten Sturzverletzung ins Krankenhaus und dann ins Pflegeheim kommt, und da will man auf keinen Fall hin. So, und dann wollen solche Leute Suizid verüben und sich dabei helfen lassen, damit sie sich nicht vor den Zug werfen müssen. Sie würden das akzeptieren, dass man denen dann, so wie das der Kuschverein zum Beispiel macht, auch diese Hilfe leistet, sofern die geistig voll dabei sind? Das ist insofern zunächst mal psychologisch eine schwierige Frage, weil ich nicht weiß, wie viele wirklich so denken. Wie lange hängt der Mensch denn am Leben, selbst wenn er alt wird, wenn die Kräfte etwas nachlassen? Meine Mutter ist jetzt 86 und schimpft über alles Mögliche, was ihr wehtut. Aber sie käme nicht im Leben auf die Idee, an Selbsttötung zu denken, nur weil das, was ihr noch bevorsteht, eigentlich keine großen Freuden mehr erwarten lässt. Also reden wir nicht tatsächlich über wirklich wenige. Und mir gefällt das sehr, was Sie beide sagen über die Möglichkeiten der Palliativmedizin und auch über die Möglichkeiten, durch Aufklärung einen Suizidgedanken zu vertreiben. Es geht mir ja hier wahrlich nicht darum, Suizid zu predigen. Das sind philosophische Ansichten, die hat es immer mal gegeben und die gibt es auch, aber darüber reden wir heute nicht, sondern eigentlich nur über die ganz wenigen, die aus irgendeinem Grund von der Palliativmedizin nicht erreicht werden, oder den noch wenigeren, die so eine Art ruhigen Bilanzsuizid vornehmen. Das war vielleicht auch der Hintergrund Ihrer Frage. Ich frage nur zurück, wie wenige mögen das sein, die in philosophischer Verklärung beschließen, morgen 18 Uhr war's das. Und wenn es diese wenigen gibt, ist die Gesellschaft in irgendeiner Gefahr, wenn dann jemand die Unterstützung leistet. Das nur wäre jetzt meine Rückfrage. Sie, Herr Slenska, haben vorhin sehr treffend gesagt, Gesetze können moralische Überzeugungen stärken, auch die Überzeugung von Pflichten, die gegenüber dem Leben und den Mitmenschen bestehen, sofern man sie dann überhaupt noch erfüllen kann, natürlich. Und ich denke, Gesetze können auch helfen, Aufklärung zu schaffen, dass man Wege und Strukturen initiiert, die natürlich in die Palliativmedizin führen können und sollen und nicht in Richtung Suizid.
Die Frage vor dem Hintergrund dieser Strafgesetzentwürfe ist ja nur, wenn diese Wege im Einzelfall mal nicht zum Ziel führen, wenn da jemand ist, der wirklich in freier Willensbildung beschließt, er will sterben, muss man den, der dabei hilft, bestrafen? Ist er ein Krimineller? Darüber im Kern haben wir jetzt eingangs geredet. Das zeigt vielleicht die Vielfältigkeit der Probleme. Muss man sich nicht vielleicht auf die Suche machen nach anderen Formen gesetzlicher Regelungen? Man kann an ein Gesetz denken, was die rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen einer Unterstützung fremder Selbsttötung regelt. Und zum Beispiel die Notwendigkeit ärztlicher Gutachten betont. Das wäre ja jetzt zum Beispiel der Fall, nachdem Sie fragten, mit demjenigen, der an gar nicht viel leidet und dem die Ärzte bescheinigen würden, dass er keineswegs schwer krank ist. Der geht auch nicht in die Palliativmedizin. Den müsste man dann entweder darauf verweisen, dass er sich vor den Zug werfen soll, der arme Lokführer, nicht? Oder man muss sich wirklich überlegen, ob man denjenigen kriminalisieren will, der dann bei einer Selbsttötung assistiert. Das ist ja etwas ganz anderes als aktive Sterbehilfe. Das ist ja die Frage, die Sie häufig hören. Bekommen wir die Spritze? Da fragt man Sie nach aktiver Sterbehilfe. Das ist ja etwas anderes, als wenn jemand sagt, ich regle das für mich selbst. Aber ich komme nicht an die Tabletten ran. Aber der an die Tabletten rankommt, ist ein Arzt. Dazu würde es noch gewisser Präzisierung im Betäubungsmittelrecht bedürfen. Aber theoretisch vorstellbar ist, dass man dieses klassische Schweizer Mittel Pentobarbital, dass man das Betäubungsmittelgesetz so präzisiert, dass Ärzte, aber auch nur Ärzte, es unter Umständen für diese Suizidassistenten zur Verfügung stellen kann. Während man ansonsten, ja, da gibt es den Zug, da gibt es den Strick und da gibt es ein hochriskantes Tablettensammeln. Möglicherweise schickt man dann noch irgendwelche Verwandte nach Nordafrika, da kriegt man das Malaria-Mittel Chloroquin in der Apotheke. Wenn man das in starken Überdosierungen nimmt, bis die mal nach Deutschland, dürfen die Sachen nicht abgelaufen sein, kann das tödlich sein. Also ich frage mich so ein bisschen, redet man nicht manchmal über Gewissensfreiheitsentscheidungen und sagt, ja, da dürfen wir euch nicht reinreden, aber es gibt keinen Weg, das zu praktizieren. Wäre es nicht sinnvoll, gewissermaßen von Ärzten dann auch zu verlangen, so unter bestimmten Umständen könnt ihr, aber dürft auch nur ihr, das vernünftig zur Verfügung stellen? Herr Fenster. Also wenn ich die Rechtslage richtig sehe, derjenige, der hilft, wird ja nicht bestraft. Nicht? Also Beihilfe zum Suizid ist ja nicht strafbar. Noch nicht, nein. Noch nicht. Und die Diskussion geht ja darum, wie man mit gewerbsmäßiger bzw. organisierter Sterbehilfe umgeht. Also es geht nicht um die individuelle Hilfe eines Angehörigen etc. Also das ist das eine, aber das, was Sie gesagt haben, die Fälle, die Sie vorgestellt haben, die würden ja im Grunde genommen dafür sprechen, dass man eine Beihilfe zum Suizid, die ja immer eine Möglichkeit ist, tatsächlich gesetzlich regelt, indem man so etwas wie eine Beratungspflicht, ein Aufweisen von Alternativen und so weiter und so fort in also so einen Gesetzesvorbehalt sozusagen formuliert und damit eben die Bedingungen, eine Tendenz dazu hat, die Bedingungen legitimer, möglicher, des möglichen Extremfalls einer legitimen Sterbehilfe oder Suizidassistenz zu formulieren. Nicht? Und dann würde man eben mögliche Suizidanten auch in der Endphase des Lebens oder Menschen, die eben sozusagen sagen, ab morgen nicht mehr, dazu nötigen, Beratungshilfe in Anspruch zu nehmen. Nicht? Also was wir jetzt haben, ist ja, dass diejenigen, die im Grunde genommen weiterleben wollen, zum Hospiz gehen und die anderen andere Wege suchen. Und die Möglichkeit einer gesetzlichen Regelung, so wie ich sie eben angedeutet habe, würde ja dazu führen, dass alle oder dass ein großer Teil derer, die sterbewillig sind, dazu genötigt werden, diesen Sterbewunsch zu vertreten. Dann wäre es und aber auf Alternativen angesprochen. Dann wäre es aber ergebnisoffen. Dann wäre, um das nochmal aufzugreifen, die Antwort nicht immer dieselbe. Naja, man könnte das ja regeln wie in der Beratung zur Abtreibung, eine Beratung mit einer Tendenz auf das Leben hin.
Ja, das wäre dann zu prüfen, ob man... Also, ja, das jetzt nochmal einmal den Juristen, bevor wir wieder zu den Medizinern kommen. Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung. Mir kam diese Parallele mit den Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch auch in den Sinn. Das Entscheidende wäre dann, dass der Staat ganz anders handeln müsste, als er das jetzt eigentlich vorhat. Denn aus den Begründungen zum Gesetzentwurf wird sehr deutlich, dass die Bundesregierung eigentlich das Thema Suizid gerne unter der Decke halten möchte. Es soll gerade verhindert werden, dass der Suizid als offene Alternative zur Palliativmedizin hoffähig gemacht wird. Diesen Tendenzen soll massiv entgegengewirkt werden. Und natürlich wäre eine staatliche Regelung eines Beratungssystems mit der Möglichkeit, dass am Ende der Suizid steht, genau das Gegenteil. Hier müssten also viele Entscheidungsträger fundamental über ihren Schatten springen, wenn es überhaupt Bewegungen in diese Richtung geben soll. Aber wenn man das mal weiterdenkt und sich jetzt überlegt, wie willkommen ist eigentlich der Suizid? Und wenn man jetzt einbezieht, was Sie aus Ihren Erfahrungen berichten, wie gerne vielleicht jemand diesen Gedanken auch wieder verwirft, wenn er merkt, es geht auch ohne, würde dann nicht durch diese Beratung die Zahl der Suizidenten so fundamental gesenkt oder so spürbar gesenkt werden können, dass wirklich nur noch ganz wenige Fälle übrig bleiben. Und wenn es dann tatsächlich so ist, dass die Ärzte es nicht über ihr medizinisches Gewissen bringen, dann hat der Staat das Verfahren ja in der Hand. Und er hat auch das Mittel in der Hand, dann kann er es selbst machen. Auch wenn die Bundesärztekammer was anderes sagt? Der Staat unterliegt ja nicht der Bundesärztekammer. Ja, aber er wäre ja auf Mediziner angewiesen. Schon gutachterlich. Ja, die Gutachten beziehen sich worauf? Auf das Krankheitsbild? Ja. Und auf die psychische Situation des Betroffenen. Das wären ja Mediziner, die das machen müssten. Ja. Die würden den Berufsordnungen der Landesärztekammern unterliegen. Und Sie fürchten, es gibt jetzt... nicht ja. ganz authentische Gutachten, wenn die Mediziner Nein, ahnen, in welche es, Richtung das gehen soll. Oder es wäre dann, es würden dann die Landesärztekammern sagen, ihr beteiligt euch da an Suizidbeihilfe, von staatlich legitimiert, das dürft ihr nicht. Dann kann man aber durch bundesgesetzliche Regelung diese Berufsregelungen der Ärzte auch überwinden. Ah ja. Das wäre kein Problem. Also das ist nur ärztliches Standesrecht, nur was außerhalb der Ärzteschaft keine rechtliche Verbindlichkeit hat, sondern nur das Handeln innerhalb der Ärzteschaft regelt. Gehen würde da sehr viel. Die Frage ist eben nur, in welcher Richtung will man sich öffnen und welche Risiken und Nebenwirkungen handelt man sich auf die eine oder andere Art dann ein. Herr Stünzer, der Herr Seher hat es im Grunde schon angesprochen, das Verfahren nicht der Bundesregierung, es sind ja nur Parlamentarier, auch wenn der Bundesgesundheitsminister das sehr stark unterstützt. Der Bundesgesundheitsminister ist sehr interessant dabei, weil der ja nicht nur sagt, ich will die organisierte Sterbehilfe verbieten, Suizidassistenz verbieten, sondern die Palliativversorgung und Pflege muss eine Alternative werden. Könnten Sie mal, ich glaube jetzt nicht, dass Sie Zahlen Milliardenbeträge nennen können, ich glaube, wir müssen da ziemlich hochgehen, könnten Sie mal versuchen, mal ungefähr zu beschreiben, an welche Bereiche man denken müsste, wo substanzielle Änderungen des Gesundheitssystems erforderlich wären, damit man sagen kann, also wir haben jetzt alles getan, damit Suizidwünsche nicht aufkommen. Also die palliative Versorgung ist ja noch relativ neu. Das SAPV wird erst seit 2007 von den Krankenkassen getragen und ist bundesweit noch im Aufbau. Und es gibt Lücken in diesem System und es gibt große Ausbildungslücken auch bei zurzeit praktizierenden Ärzten. Das Morphium an sich ist ein ganz großes Hilfsmittel in der Palliativmedizin. Um dieses verordnen zu können, kann sich jeder Arzt einen Betäubungsmittelblock in Bonn bestellen, um dieses einfache Verfahren, Morphium aus der Apotheke zu bekommen, in Kraftgang zu setzen. Und diesen Block haben nicht mal die Hälfte der Ärzte. Das heißt, sie sind auch in dieser Richtung überhaupt nicht weitergebildet, sind überhaupt nicht in der Lage, palliativmedizinisch tätig zu werden und können, denke ich, auch nicht beraten, was die Palliativmedizin könnte, wenn sie sich denn
dieses Know-how von außen holen können. Also da ist noch viel zu tun. Welche Patienten erreichen Sie im Grunde nicht im Augenblick? Also Krebspatienten hört man, seien allmählich ganz gut versorgt. Ja. Die Palliativmedizin richtet sich ja nicht nur an Krebspatienten, ja, sondern eben auch häufig an sehr herzschwache Menschen. Oder amyotrophe Lateralsklerose ist immer so ein großes Thema. Das sind definitionsgemäß Palliativpatienten, die vielleicht irgendwo neben diesem System uninformiert nebenbei existieren. Das kommt sicherlich vor. Die Krebspatienten an sich sind versorgt. Aber die kurative Medizin agiert auch häufig wenig in diese Richtung. Ich habe also vor einer Woche einen 53-jährigen Patienten gehabt. Dem wurde im Krankenhaus gesagt, Sie haben ein schnell wachsendes Bronchialkarzinom, Lungenkrebs. Sie haben zwischen 14 Tagen und 3 Monaten zu leben. Und wir können eventuell noch eine Chemotherapie machen. Das waren die Aussagen, die er aus einem wahrscheinlich länger dauernden Aufklärungsgespräch behalten hat. Das ist aber für so einen Menschen ein Schlag mit einem Hammer. Und so agiert man heute nicht mehr. Das sind nicht die Regeln, wie man mit Krebskranken umgeht. Man hört es aber jeden Tag. Man hört es jeden Tag an allen Ecken und Enden, dass so agiert wird. Und das sind die Probleme, an die wir ran müssen, mit denen wir arbeiten müssen. Was da gesetzlich zu machen ist, natürlich kann man die Palliativmedizin stärken und mehr Geld ins System pumpen, das wäre natürlich wunderschön. Aber man muss auch in der Ausbildung, an der Weiterbildung, Fortbildung arbeiten, auf allen Ebenen. Frau Behm, geht es Ihnen mit einem Hospiz nicht eigentlich Gold, wenn Sie das vergleichen mit Pflegestationen? Das kann man so sagen. Wir haben in den Hospizen ja einen sehr viel besseren Personalschlüssel als in Pflegeeinrichtungen. Und wenn Sie mich jetzt nicht angesprochen hätten, hätte ich das auch genau gesagt. Es gibt einfach den ganz anderen großen Bereich, nämlich der vollstationären Pflegeeinrichtungen. Und da muss dringend, dringend etwas getan werden, dass dort der Pflegeschlüssel erhöht wird, dass für die alten Menschen einfach mehr getan wird, dass eine gute Pflege ist, aber auch da gute Angebote zusätzlich zur Pflege sind, dass auch die medizinische Versorgung in den Pflegeeinrichtungen, das müssen ja gar nicht SAPV-Ärzte sein, die eine spezialisierte Ausbildung haben, sondern es müssen Mediziner sein, die geriatrisch arbeiten, die sich auf die Altersmedizin verstehen, die etwas von den Schmerzen, von den Ängsten, von der Einsamkeit von alten Menschen verstehen und sich darauf wirklich einlassen können und dafür auch Zeit haben. Sind eigentlich Pflegestationspatienten schmerzmedizinisch in der Regel gut versorgt oder gibt es da Mängel? Das kann man überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Das ist sehr unterschiedlich. Ja. Also dieser eklatante Unterschied zwischen der Versorgung in Hospizen und in den Pflegeheimen, der ist auch bei uns erheblich. Ein wunderbar hochqualifiziertes Personal in den Hospizen und Laienpfleger in den Altersheimen. Wir haben aber keine Möglichkeit, zum Beispiel schwer Krebskranke aus einem Pflegeheim in ein Hospiz zu bringen. Da hat der Gesetzgeber einen Riegel vorgeschoben. Aha, das wusste ich nicht. Also nur in Ausnahmefällen. Oder in Ausnahmefällen. Also es ist eigentlich nicht möglich. Aha, das wusste ich nicht. Also wenn ich ab einem bestimmten Lebensalter und einer bestimmten Krankengeschichte Pflegeheim, wenn ich das mal hinter mir habe, dann komme ich, also jedenfalls als Normalsterblicher, nicht mehr ins Hospiz. Einmal Pflegeheim, immer Pflegeheim. Das war mir nicht klar. Es sei denn, die Behandlungspflege ist so aufwendig, dass die Mitarbeiter im Pflegeheim sagen, das können wir nicht schaffen. Und dann kann man mit einer besonderen Zulassung der Krankenkasse das also schon mal machen. Wir haben das auch schon öfter gehabt, aber es ist die Ausnahme. Ja. Ich wollte Sie, in diesem Zusammenhang wollte ich mit Ihnen, Herr Slenske, nochmal über ein anderes Thema sprechen. Also ich habe mich als Journalist
ein bisschen mit diesem Sterbehilfe Deutschland von dem mit diesem Sterbehilfe Deutschland von Kusch beschäftigt, war da mal auf einer Mitgliederversammlung und mir war, bin ich verständlich oder nicht? Ich gehe da immer von weg, so jetzt, okay. Ja, okay, dann, ach, da haben Sie jetzt auch vorhin schon die Hälfte nicht verstanden, von dem, was ich gesagt habe. Also ich habe mich da mal mit diesem Verein ein wenig beschäftigt und war auch mal auf einer Mitgliederversammlung. Mir ist aufgefallen, dass die Leute, die ich da gesehen habe, mit einigen habe ich auch gesprochen, in keiner Weise dem Klischee von der armen alten Oma entsprochen haben, die also jetzt von der fiesen Gesellschaft mit ihrer Hinfälligkeit in den Tod getrieben wird. Sondern es waren überdurchschnittlich gebildete, überdurchschnittlich gut verdienende, hochreflektierte Leute, wo ich plötzlich mal den Gedanken hatte, Herr Slenska, das ist doch heute auch das, was vom Gesundheitssystem von uns erwartet wird. Also wir sollen uns um unseren Körper kümmern, wir sollen nicht rauchen, wir sollen nicht so viel trinken, wir sollen uns bewegen. Also wir sind ja alle Meister der Selbstsorge geworden und das wird ja vom Gesundheitssystem auch honoriert. Das will ja das System und die Ärzte appellieren an uns und wehe, ihr lebt so verlottert wie bestimmte Leute aus der bösen Unterschicht. So, und plötzlich sagen dann Leute, ja, das an meinem Lebensende mache ich das jetzt auch. Ich kümmere mich darum und will also nicht paternalistisch behandelt werden, sondern will jetzt diese Selbstsorge fortsetzen in Form eines Suizids. Das ist doch, ja klar, das ist eine Sonderleistung des Gesundheitssystems. Das ist wie eine Igel, also strukturell ist es das. Das muss Ihnen klar sein. Das ist in allen Untersuchungen klar, Zugang zu Suizidassistent kriegt nicht die arme Oma, sondern kriegt der Mensch, der in der Lage ist, seinen Facharzt zum Essen einzuladen und der die Sachen gelesen hat und der in Gesprächen durchsetzungsfähig ist, weil er studiert hat und weil er gut verdient. Das ist so. Und jetzt plötzlich denen zu sagen, ja, jetzt aber, also man muss sich auch pflegen lassen, das ist für diese Leute doch eine Zumutung. Ja, ja. Das ist eine Zumutung und ja nicht nur für diese Leute, sondern für uns ja auch, nicht? Also ich habe ja auch Bilder eines Altersprozesses beziehungsweise von Zuständen im Alter, die ich jetzt aus meiner jetzigen Perspektive für weniger wünschenswert betrachten würde. Und es ist ja auch gar nicht so, dass diese Beschäftigung damit, wie man stirbt, etwas zunächst Irreligiöses ist, sondern das Verständnis von Religion als Anleitung zum Sterben hat ja eine ganz große Tradition, wobei diese Anleitung zum Sterben doch immer die Funktion hatte, sozusagen zu einer Klärung über sich selbst zu führen, nicht? Und zu einem, dass man sich selber in diesem Prozess verständlich wird und diesen Prozess des Sterbens bewusst gestaltet. Ich glaube auch, dass die Kirchen an diesem Punkt eine Bringeschuld haben. Also im Grunde genommen nehmen diese Sterbevereine eine Funktion wahr, nämlich die Reflexion des eigenen Sterbens und die Vorbereitung auf das Sterben, das früher eine Funktion, die früher die Kirchen wahrgenommen haben, nicht? Und das ist eben tatsächlich eine offene Frage, würde ich sagen, ob es nicht da auch kirchliche Angebote geben muss, wie man den Prozess des Sterbens als einen als selbstbestimmt wahrgenommenen Prozess, aber nicht als einen Prozess, den man in die Hand bekommt, wahrnehmen kann. Nicht? Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sich in ein Konzept der Palliativmedizin einfügt und ja auch so von den Kirchen wahrgenommen und teilweise jedenfalls mit begleitet wird. Theologisch interessiert mich dabei eine Sache. Ist es eigentlich Zufall, dass die liberalsten Sterbehilfegesetzgebungen in evangelisch reformierten Ländern sind? Das ist auffällig. Also das haben wir einerseits, also bestimmte Freigaben in den USA, die ja nun auch eher aus der reformierten Tradition Europas kommen. Dann sind es die Niederlande. Belgien ist ein bisschen eine Ausnahme, weil wir ja den starken katholischen Bevölkerungsanteil in Belgien haben. Aber in der Schweiz, wo es sich auf Zürich und damit auf die Reformierten konzentriert, ist es ja auch auffällig. Was kann das sein? Oder es könnte ja zeigen,
Religion ist eine ganz schön aktive Triebkraft bei sowas immer noch. Ja, da spricht natürlich das doch eher zögerliche Verhalten der Kirchen selber zu diesen dortigen Gesetzgebungsinitiativen dagegen. Und ich bin auch nicht so ganz sicher, also das wäre dann auch eine Frage an den Juristen, ob die in den Niederlanden tatsächlich so liberal sind, was die Sterbehilfe angeht. Also man muss ja ganz klar sagen, sowohl in den Niederlanden wie in Belgien ist die Beihilfe zum Suizid eine Straftat. Nicht? Das ist so. Nur unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich ärztlich assistiert und wenn der Arzt bestimmte Sorgfaltspflichten wahrnimmt. Also wenn er sich, wenn er mit dem ein Gespräch führt, sich über den Krankheitszustand und die Hoffnungslosigkeit dieses Krankheitsprozesses, das nicht behebbare Leiden und so weiter klar geworden ist, dann darf er Beihilfe zu diesem Suizidwunsch leisten. Und er muss das dokumentieren, sowohl in Belgien wie in den Niederlanden. Das wird anschließend nachgeprüft, ob er diese Sorgfaltspflichten tatsächlich wahrgenommen hat. Wie das in der Praxis ist, ist eine ganz andere Frage. Aber das Gesetz sagt, Suizid gibt es nicht, Beihilfe zum Suizid gibt es nicht straffrei, außer in bestimmten Fällen. Und das sind alles nicht einfach Tötung auf Verlangen, weil ich keine Lust mehr habe oder so etwas, sondern das sind medizinische Kriterien. Genau das wurde ja heute von Herrn Taubitz, stellvertretender Vorsitzender des Ethikrates, und Gian Domenico Borasio, dem ja sehr hoch angesehenen Palliativmediziner, auf einer Pressekonferenz in München vorgeschlagen. Nämlich, wir verbieten erstmal in Absatz 1 eines neuen Paragraphen 217, wir verbieten erstmal alles und sagen, das darf es überhaupt nicht geben. Und dann schaffen wir Ausnahmen für also Straffreiheiten für erstens die Angehörigen und zweitens die Ärzte, die das unter bestimmten Bedingungen, wie Sie das vorhin skizziert haben, machen dürfen. Halten Sie das für, das scheint mir, wird in der SPD mit großem Wohlwollen gesehen. Halten Sie das für einen gangbaren Weg? Das hängt davon ab, wo man hingehen will. Man kann die verschiedensten Dinge regeln, je nachdem, welche Ziele man damit verfolgt. Und das ist ein Aspekt, der für mich in dieser Debatte bisher viel zu wenig beleuchtet worden ist. Was soll eigentlich erreicht werden? Es ist in der Tat so, wenn ich im Gesetzentwurf der Bundesregierung lese, dass der Lebensschutz gestärkt werden soll. Dass Suizide möglichst so vollständig wie möglich verhindert werden sollen, dann ist der Gesetzentwurf inkonsequent, wenn er sich nur auf die gewerbsmäßige Suizidhilfe beschränkt. Dann muss man in der Tat den Weg wählen, jede Suizidunterstützung unter Strafe zu stellen. Nicht? Und wenn man es nur reduziert auf die gewerbliche Unterstützung, dann frage ich mich allen Ernstes, was wird jetzt verboten? Dann geht jede Form der Suizidhilfe. Nur wenn man Geld dafür bezahlt, begeht man eine Straftat. Was ist denn der Grund dafür? Wie kann Gewerbsmäßigkeit aus einer erlaubten Handlung eine verbotene Handlung machen? Noch dazu in einem Land mit Marktwirtschaft, wo da böse Stimmen behaupten, es sei ein kapitalistisches Land. Aber dieser Entwurf, das war ja Leuthauser-Schnarrenberger in der letzten Legislaturperiode, der ist ja jetzt weitgehend erstmal aus der Diskussion rausgerutscht. Und die Union will ja jetzt organisiert, sagen Sie, das wäre dann wahrscheinlich der Begriff geschäftsmäßig, wobei man bei Geschäft immer ans Geld denkt, aber ich habe mir sagen lassen, das betrifft das Organisierte. Ja, es sind alles verschiedene Varianten. Das Gewerbsmäßige muss der eigenen Gewinnerzielung dienen. Das Geschäftsmäßige geht auch gegen Geld, aber im Wesentlichen werden da die Kosten gedeckt. Und das Organisierte ist dann wieder eine Personenmehrheit. Da hatten wir in einem der Telefonate schon mal drüber gesprochen. Es gab zwischendurch mal eine Idee, es im Vereinsrecht zu regeln. Ja. Dann macht Roger Kusch die Sache eben alleine, ohne seine Partner. Löst er seinen Verein auf, dann erreicht ihn das Vereinsrecht gar nicht mehr. Ja, also wenn man die verschiedensten Formen erfassen will, muss man tatsächlich alles verbieten. Mit der schwierigen, auch verfassungsrechtlich schwierigen Frage, warum man dann die Unterstützung einer Handlung verbietet, die ihrerseits erlaubt ist. Diese Frage kann man darüber nicht beantworten. Deshalb plädiere ich nach wie vor dafür, das Strafrecht hier außen vor zu lassen und andere Wege der Unterstützung, auch der Finanzierung des Palliativbereichs zu wählen, um
den Suizid als Idee so weit wie möglich zurückzudrängen. Und das, was dann in diesem Land an Fällen übrig bleibt, mögen es in ganz Deutschland vielleicht noch 500, 800 im Jahr sein, muss dafür das Strafgesetzbuch bemüht werden. Herr Slenska. Also die Unterscheidung zwischen gewerbsmäßig und organisiert ist ja deswegen wichtig, weil es bei den jetzt existierenden Vereinigungen, Sterbehilfevereinigungen, die sind ja auf Vereinsbasis organisiert. Das heißt, sie treten dabei, zahlen Mitgliederbeiträge und das, was gewerbsmäßig ist daran sozusagen, also der Gewinn, den die jeweilige Gesellschaft macht, wird über Mitgliederbeiträge abgedeckt. Nicht? Und dann noch ein Unkostenbeitrag für den tatsächlich durchgeführten Suizid. Das heißt, sie kommen in einen Bereich, in dem derjenige, der das anbietet, sagen kann, ich mache es ja gar nicht geschäftsmäßig, nicht? Obwohl er trotzdem Geld dafür kriegt, das sind eben Mitgliederbeiträge. Deswegen ist diese Unterscheidung wichtig und der Gesetzgeber hat doch ein Interesse daran, oder wir als Gesellschaft haben möglicherweise doch ein Interesse daran, diesen Bereich einzugrenzen, denn diese Organisationen stehen in dem Verdacht zumindest, eine Beratungsleistung zu erbringen, die beraten alle im Vorfeld eines geplanten Suizids, eine Beratungsleistung zu erbringen, die nicht auf das Leben ausgerichtet ist. Nicht? Und das ist doch das Interesse möglicherweise des Gesetzgebers oder möglicherweise einer Gesellschaft, die sich solche Gesetze gibt, darauf zu achten, dass der Suizid nicht zu einer beliebig verfügbaren Möglichkeit wird, sondern an Bedingungen geknüpft ist. Und dass diese Bedingungen überprüft werden müssen. Ernsthaftigkeit und so weiter und so fort. Möglicherweise Sterbenskrankheit oder so etwas. Nicht? Und deswegen kann es doch einen guten Sinn haben, solche Gesetzesvorbehalte zu formulieren, die ja in den Niederlanden, es ist in den Niederlanden nicht so, dass man da mit dem Todeswunsch zum Arzt gehen kann und der Arzt erfüllt den einfach. Das ist nicht so, sondern da gibt es gesetzliche Vorgaben und ganz relativ klare Prüfkriterien und der Arzt muss auch nicht. So, wir kommen allmählich zum Ende. Bevor ich das jetzt ans Publikum gebe und Sie darum bitte, noch Fragen zu stellen, würde ich doch gerne noch mal hier Wünsche formulieren lassen. Frau Behm, was würden Sie sich wünschen, Sie müssen nicht Paragraphen definieren, was Bundestag im Herbst nächsten Jahres bei diesem Thema beschlossen werden sollte? Also ich wünsche mir ganz klar, dass in den Krankenhäusern und Pflegeheimen ein würdiges Sterben möglich ist und dass da Gelder hineinfließen. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich denke aber, wir haben relativ wenig Handlungsbedarf bei der jetzigen Regelung. Die Zahlen bei Hilfe zum Suizid sind relativ gering. Und mit allen Regelungen bringt man sich irgendwo wieder ins Dilemma. Wenn ein Dilemma ist zum Beispiel, Ärzte dürfen es im Moment nicht. Und wir überlassen, das ist auch gut so, wir überlassen das Feld aber Laien, Justizsenatoren und solchen Leuten. Wobei wir viel besser dafür ausgebildet wären, dass weniger schief geht. Also, und das ist ein unlösbarer Konflikt. Herr Flenska. Also ich würde mir wünschen, dass in der Diskussion um die Sterbehilfe und die Möglichkeit eines assistierten Suizids mitreflektiert wird, dass bei jeder Feststellung, dass ein Individuum an seinem Leben kein Interesse mehr hat, immer eine allgemeine Aussage über lebenswertes Leben mitgesetzt ist. Also es sind immer anthropologische Vorgaben, von denen solche Entscheidungen geleitet sind. Und diese anthropologischen Vorgaben sind niemals nur auf ein Individuum bezogen, sondern haben immer Allgemeinheitscharakter. Also dass wir dann sagen, so ein Leben will ich nicht führen. Damit sagen wir nicht nur etwas über uns, sondern damit sagen wir immer auch etwas über andere und deren Lebenswert. Dass diese Dimension mit berücksichtigt wird oder mit reflektiert wird und dass man sich hütet, als Gesetzgeber hütet davor,
Bedingungen zu definieren, unter denen menschliches Leben nicht mehr lebenswert ist. Das ist eine ganz gefährliche Richtung, in die man da gehen würde bei so einem Gesetz. Und das muss man zumindest mitbedenken, dass in irgendeiner Weise es da eine gesetzliche Regelung geben muss. Das denke ich schon, aber dieser Gedanke muss mitreflektiert werden. Wenn Sie Herrn Seher das Mikrofon aufmachen. Ich wünsche mir eigentlich zweierlei in dieser Hinsicht. Zuerst, dass in der Diskussion die Selbstbestimmung desjenigen, der frei entschieden hat, nicht mehr leben zu wollen, ernst genommen wird. Und das setzt für mich voraus, dass man nicht sagt, du darfst dich selbst töten, wenn du das möchtest. Aber alle Wege dahin werden mit Strafe bedroht und deshalb verschlossen. Ich möchte nicht der Lokführer sein, vor den sich jemand wirft, weil er keine andere Möglichkeit hatte. Das ist wirklich widerlich. Sondern dass man dann auch konsequent ist und die Selbstbestimmung auch dadurch zur Vollendung führen kann, dass man Wege eröffnet. Allerdings unter strengen Voraussetzungen, die tatsächlich ohne ärztliche Prüfungen nicht möglich sind. Deshalb ist das tatsächlich mein zweiter Wunsch, dass jedenfalls den Ärzten das Handeln so freigegeben wird, dass diejenigen, die sich der Suizidunterstützung öffnen wollen, das tun können, ohne ihr Gewissen durch Berufsstandsrecht belastet zu sehen, und dass durch ärztliche Unterstützung und Aufklärung Suizidwünsche minimiert werden, aber vielleicht die wenigen, die übrig bleiben, dann in würdevoller Weise erfüllt werden können, ohne dass man die Sache über das Strafrecht löst. Ja, vielen Dank. Haben wir eigentlich ein Saalmikrofon hier? Oder, also, ja, wäre ich jetzt Lehrer, dann hätte der Herr da hinten sehr schlechte Karten, denn der hat sich schon gemeldet, bevor ich überhaupt gefragt habe, wer was sagen will. Aber da ich kein Lehrer bin, möge er nun als Erster das Wort ergreifen, dann sind Sie dran. Mein Name ist Walter Weiblen, ich bin aus Berlin hier. Wir sind ja, das muss man dazu sagen, weil ich habe ja Migrationshintergrund, wie Sie vielleicht wissen. Ja, wir sind ja der evangelische Arbeitskreis hier und man kann natürlich, und so möchte ich die Diskussion ein Stück weit öffnen, ja auch die Frage stellen, wir sind ja hier jetzt nicht der Bundestag, sondern wir sind eine Gruppe, die Einfluss nehmen kann und will auf den Willensbildungsprozess. Ich bin evangelischer Christ und ich bekenne im Glaubensbekenntnis, dass Christus kommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Das heißt, die Frage ist schon, wie geht es denn eigentlich nach dem Tod weiter? Ja? Und da gibt uns das sechste Gebot, haben wir gerade beschlossen, also ich habe die Reihenfolge nicht so genau in Erinnerung, den Hinweis, du sollst nicht töten, beziehungsweise wörtlich, du sollst nicht morden. So, wenn wir den Begriff Suizid, der, sagen wir mal, etwas weniger deutlich ist wie der deutsche Begriff, der heißt Selbstmord, dann wird doch jedem deutlich, dass wir als Menschen an einem Mord nicht mitwirken können. Das heißt, eine Position muss eigentlich heißen, aus christlicher Sicht, Hände weg vom Leben, egal in welcher Phase. Keine Regelung, die irgendwelche Dinge öffnet. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, wir sammeln drei Fragen. Sie hatten sich gemeldet und dann noch hinten an der Tür. Also vielleicht erstmal, ja, wenn Sie mir jetzt, es wäre jetzt einfacher, wenn der Herr da vorne an der Tür erst macht und dann sind Sie aber noch dran. Finde ich auch viel einfacher. Vielen Dank. Jörg Böhl. Ich hätte eine Frage an Herrn von Schnünzner und an Herrn Seher. Herr von Schnünzner, ich fand das sehr beeindruckend, was Sie gesagt haben, auch sehr verantwortungsvoll, Ihr Bericht aus der Praxis. Und ich kann gut verstehen, dass wenn Sie die Fälle aus dem Dignitas-Bericht lesen, dass Sie dann manchmal in Zweifel kommen und Fälle finden, wo Sie noch hätten helfen können. Nicht verstanden habe ich, warum Sie ganz am Anfang Ihres Statements gesagt haben, dass ein Gesetzentwurf, der das regelt, nicht hilfreich wäre. Denn dieser Gesetzentwurf, der die in Not befindlichen Menschen aus dem Kanal Dignitas zu Ihnen umleitet, der wäre ja natürlich doch eine Hilfe. Vielleicht könnten Sie dazu noch was sagen. Herr Seher, Sie hatten sich darum gemüht, den Strafzweck für ein solches Gesetz zu finden und am Ende sogar vermutet, es könnte sich um Moral handeln, wobei ja Strafrecht immer sozial-ethisches Minimum ist, das wäre also nichts per se Ausgeschlossenes. Warum könnte der Strafzweck nicht einfach die Verhinderung von Geschäftemacherei mit dem Tod anderer sein?
Wir kennen das ja zum Beispiel auch aus dem Bereich der Prostitution, wo die Gesellschaft unmoralisches Verhalten hinnimmt, aber in dem Moment, wo einer damit Geld macht, ein Dritter, Zuhälterei, sich doch rausnehmen kann, einzuschreiten. Und dann noch eine kurze Frage an den Moderator, Herrn Karmann. Sie haben jetzt sehr oft die Position, die sich um das Leben und das Not der anderen Menschen bemüht, als paternalistisch bezeichnet. Würden Sie nicht auch sagen, dass die Position, die nur Autonomie kennt, dass die sehr kalt und sehr lieblos ist? Vielleicht könnte da auch der Theologe noch mal etwas dazu sagen, ob ein nur auf Autonomie zentriertes Weltbild, ich will Herrn Seher nicht damit identifizieren, ob ein nur auf Autonomie... Aber mich schon, oder wie? Sie, Herr Karmann, definitiv, weil Sie dreimal mit sehr großer Emotion denjenigen, die Menschen retten wollen, Paternalismus vorgeworfen haben, dann sollte man, wenn man in diese Polemikart einsteigt, auch die Gegenseite entsprechend charakterisieren. Vielen Dank. Gut, dann vielleicht noch der Herr hier vorne, bitte das, und dann machen wir erstmal einen Schnitt. Ja, mein Name ist Axel Jürs. Ich wollte gerne auf einen Aspekt kommen, und zwar dieses merkwürdige Unwohlsein unserer Gesellschaft, irgendetwas ungeregelt zu lassen. Also wann immer wir auf ein Phänomen, wie klein es am Anfang sich noch darstellen mag, stoßen, haben wir sofort das Gefühl, wenn wir das regeln, dann geht es besser. Und selbst wenn wir dann merken, dass es nicht besser geht, dann fühlen wir uns trotzdem immer noch gefühlt bei dem Gedanken, aber immerhin haben wir es geregelt. Und wenn ich darüber nachdenke, für mich, sei es als jemand, der darum irgendwann mal bitten könnte oder jemand, der darum gebeten werden könnte, dann stelle ich mir vor, wir wissen tue ich es ja nicht, aber dass ich in beiden Fällen Schwierigkeiten oder vorher oder meinen Frieden nachher mit meiner Entscheidung geholfen zu haben oder nicht geholfen zu haben, die Hilfe erbeten zu haben oder nicht erbeten zu haben, sich in keiner Weise davon ableiten würde, ob das jetzt gesetzlich geregelt war oder nicht. Und ich glaube, wenn ich das zum Schluss sagen darf, im Gegenteil, dass manches, hier wurde ja gesagt, man müsste mehr über die Palliativmedizin informieren. Die Leute wissen zu wenig darüber. Ich frage mich übrigens, was die Bundestagsabgeordneten wohl darüber wissen, die demnächst darüber abstimmen. Ob die auch mal in so eine Veranstaltung erleben. Aber ich möchte ein ganz banales Beispiel wählen, warum ich glaube, dass manchmal das kontraproduktiv ist, dass gerade das Bemühen oder der Schritt, etwas zu regeln, die Tür zuschlägt, dass die Menschen selber Wege finden. Und das ist Ampelregelung an Kreuzungen. Wenn Sie an einer Kreuzung die Ampel geregelt ist, wenn die Ampel ausfällt, haben Sie 5 Minuten später einen großen Unfall. Sie haben ganz viele Beispiele, wo Unfälle nicht mehr vorkommen, wo Sie die Ampeln abbauen, weil die Leute selber die schwierige Entscheidung treffen müssen. Es sieht frei aus, und ich habe Vorfahrt, aber der andere ist so schnell, wahrscheinlich stoße ich mit ihm zusammen. Also vielleicht bremse ich trotzdem. Deswegen, mir scheint vieles besser zu gehen, wenn es nicht geregelt wird. Und zu unserer CDU würde das auch gut passen. Ich würde mal sagen, Herr von Schünzler, dass Sie mal anfangen zu dieser Frage. Mal platt gesagt, muss man nicht Dignitas Patienten wegnehmen? Oder zugespitzt gesagt. Ja, also es ist ja eine freie Entscheidung, zu Dignitas zu gehen. Es ist eine freie Entscheidung, zu Dignitas zu gehen. Es ist eine freie Entscheidung, Herrn Kusch in Anspruch zu nehmen. Es ist eine freie Entscheidung, sich von Zug zu werfen. Suizidale Patienten sind im Allgemeinen schwerst depressiv und damit antriebsarm und werden kaum Beratungsleistungen vor einer Kommission oder sonst was in Anspruch nehmen können. Nur in den allerwenigsten Fällen. Und ich denke, wir haben im Moment eine Situation, mit der man ganz gut umgehen kann. Ich finde die Beihilfe zum Suizid, wie es im Moment läuft, nicht gut. Aber alle Alternativen bringen große Probleme. Deswegen Präventionsmaßnahmen einleiten ist die Prämisse. Beratung ist wichtig und das beste Instrument, um Informationen unter die Leute zu bringen, ist immer das Gespräch über die Patientenverfügung. Und
dass es immer noch viel zu wenig in der gesamten Bevölkerung angekommen. Es wurde an alle Deutschen in der gesetzlichen Krankenkasse ein Organspendeausweis mit einem Erläuterungsblatt verschickt. Warum nicht auch eine Patientenverfügung? Einfach als Anstoß für eine Diskussion. Gut. Herr Slenska, ich glaube, das müssen Sie als Theologe sagen. Gilt das Tötungsverbot aus den 10 Geboten, gilt das auch für die Suizidassistenz? Ja, selbstverständlich. Aber wenn Sie sich jetzt die biblischen Texte ansehen, dann haben wir auf der einen Seite das Tötungsverbot, auf der anderen Seite eine Fülle von Berichten über Tötungen in der Bibel, die als in irgendeiner Weise legitim angesehen werden. Sehr hässlich. Das weist darauf hin, das Tötungsgebot ist ein prinzipielles, apodiktisches Gebot, das sich auf der über einem Horizont von vielen Konfliktfällen erhebt. Und diese Konfliktfälle sind so geartet, dass wir aus den meisten Konfliktfällen ohne schlechtes Gewissen nicht rauskommen. Das heißt, wir sind unter Umständen in einer Situation, und jetzt denken Sie an das Ehepaar Schneider, in einer Situation, in der dem wir in irgendeiner Weise gegen Verpflichtungen verstoßen müssen. Nicht? Also entweder die Frau allein lassen auf dem Weg zur Suizidbeihilfe oder schuldig werden an diesem Gebot, das man für sich als verpflichtend betrachtet. Und der Umgang mit solchen Konfliktsituationen ist auf der einen Seite eine ethische Aufgabe, auf der anderen Seite formuliert sich in einer staatlichen Regelung, warum kann man etwas nicht ungeregelt lassen, formuliert sich in einer gesetzlichen Regelung eine Überzeugung einer Gesellschaft zum Umgang mit solchen Konflikten. Wie das dann im Einzelfall wahrgenommen wird und wie man im Einzelfall mit den Konflikten umgeht, ist etwas anderes im ethischen Einzelfall. Aber die Gesellschaft formuliert selber in gesetzlichen Vorgaben Modelle zum Umgang mit solchen Konflikten. Deswegen sind solche Regelungen nicht umsonst. Nicht? Und auch wenn Sie die Ampel abschalten, haben Sie hinterher immer noch Rechts-vor-Links-Regelungen. Nicht? Ja. Herr Slenska, vielleicht noch zum autonomiezentrierten Weltbild. Also mein erstes Statement zu der Frage, ob es nicht eine Pflicht zum Leben gibt, zielte ein bisschen darauf ab. Wir nehmen unsere Autonomie immer kontextualisiert in Beziehungen zu anderen Menschen und entsprechend in Verpflichtungsbeziehungen, die Teil unserer Autonomie sind. Herr Seher, könnte man nicht einfach einen Strafzweck, so war die Frage, Geschäftemacherei mit dem Tod einführen und dann würde man analog denken wie beim Zuhältereiverbot, wo man die Prostitution als solche nicht bestraft und hinnimmt, auch wenn sie einem nicht gefällt, aber die Geschäftemacherei damit verbietet? Das wäre dann eine ganz andere Begründung für das ähnliche Gesetz. Dann müsste dieser Straftatbestand an eine ganz andere Stelle im Strafgesetzbuch gestellt werden. Dann hat er mit dem Lebensschutz nichts zu tun, sondern bestraft so etwas wie sittenwidrigen Eigennutz. Ich bereichere mich an etwas, womit man kein Geld machen sollte. Und Geld machen gefährdet das Rechtsgut Leben auch. Wenn jemand ein pekuniäres Interesse hat, den anderen zu Tode zu bringen, ist das eine Gefährdung des Rechtsgutes Leben auch. Das weiß aber keiner. Der Gesetzgeber hat hier vage Vermutungen ausgesprochen, hat selbst gesagt, empirische Daten stehen mir nicht zur Verfügung. Und es ist mutig, Gesetze zu verändern, wenn man selbst sagt, über die empirische Datenlage bin ich gar nicht informiert. Wie viele sind denn jetzt durch Herrn Kusch und andere gestorben, die ansonsten vielleicht noch leben würden? Man weiß es nicht. Und jetzt zu sagen, wir sehen hier eine abstrakte Gefahr, dann müsste man auch alle Presseerzeugnisse verbieten, in denen Wege zum Suizid vorgestellt werden. Das halte ich für keine überzeugende Begründung. Ich glaube tatsächlich, dass viele, die hinter diesem Gesetz stehen, es vor allem widerlich finden, dass jemand damit Geld macht. Und wenn das so ist, dann soll man es auch ehrlich sagen und das Gesetz so formulieren. Und dann können die Abgeordneten des Bundestages unter dieser Prämisse ihre Meinung bilden.
Noch kurz zu mir und meiner Autonomie. Ich unterstütze das voll, was Herr Slenska sagt, dass mein Leben mir nicht gehört, sondern es gehört meiner Frau und meiner Tochter. Und im Grunde gehört es sogar im kantischen Sinne der Menschheit. Die Gesellschaft lebt davon, dass jeder sich darauf verlassen kann, dass die anderen so sehr am Leben hängen wie sie selbst. Meine Kritik am Paternalismus bezieht sich eher darauf, dass ich manchmal einfach, ja, wie soll man sagen, das ist ein journalistischer Verdacht. Ich finde, in der Ärzteschaft geht seit einigen Jahren einiges ganz schön schnell. Also dieselben Leute, die vor 15 Jahren zwangsernährt haben, die vor 10 Jahren gegen das Patientenverfügungsgesetz waren, die kommen jetzt an und sagen, wir haben ja die Palliativmedizin. Und ihr habt übrigens die Patientenverfügung, das ist was ganz Tolles. Die waren früher dagegen. Man weiß doch, wie die Bundesärztekammer damals reagiert hat in der Diskussion auf die Patientenverfügungsdebatte. Und das geht mir ein bisschen schnell. Deshalb, ich würde das nie persönlich zurechnen. Ich würde das auch nie, wie soll man sagen, jetzt als Prinzip sagen, Autonomie ist viel besser als Paternalismus, sondern das richtet sich eher darauf, dass ich manchmal denke, es entstehen paternalistische Situationen, über die man nachdenken müsste, wie man sich auch als Akteur darin verhält. So, jetzt Fragen. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, Mitte, das ist eine dauerhafte Frage. Sie waren das, genau. Ne? Sie waren schon vor der Runde, dann hinten links und Herr Ochel. Gut. Mein Name ist Christoph Landré. Mich interessiert eigentlich hier mehr noch eine genauere Untersuchung des systematisch-theologischen Befundes. Und zwar vor allem auch vor dem Hintergrund der Zwei-Regimenter-Lehre und der Frage, was denn die Reformatoren im Einzelnen zu der Freiheit des Christenmenschen gesagt haben. Es ist ja hier schon der Hinweis auf die beiden schweizerischen Reformatoren gekommen, die unter ein gewisser Verdacht ausgesprochen worden. Ich glaube, dass er nicht so hundertprozentig stimmt, aber systematisch-theologisch muss man natürlich schon die Frage stellen, was ist sozusagen Sache der Kirche, Stichwort Seelsorge, was ist Sache des Staates, Formulierung eines Strafanspruches, und da muss man eben dann doch sehen, dass wir hier in einem weltanschaulich neutralen Staat leben, der eben eine bestimmte Religionsgemeinschaft auch angesichts ständig schwindender Mitgliedszahlen nicht zum Maßstab eines Strafreferenzrahmens machen kann. Mal. Und beim sechsten Gebot ist es halt so, da heißt es wirklich im hebräischen Text, du sollst nicht morden. Und der Jurist wird sofort sagen, Mord hat qualifizierte Merkmale und unterscheidet sich eben von der einfachen Tötung. Und das, glaube ich, muss man eben auch kirchlicherseits stärker in den Blick nehmen. Es ist eine ethische Frage, die sich an den Einzelnen, an alle Beteiligten richtet, an den, der sich selbst töten will, an den, der dort helfen soll und an die Ärzte, für die es eine Zumutung ist, unter Umständen gebeten zu werden und sagen können, müssen, ich jedenfalls nicht, such dir einen anderen, der das vielleicht macht. Und davon haben wir heute Abend noch nicht so sehr viel gehört, von dieser Einordnung in diesen ethischen und systematisch-theologischen Rahmen. Hinten links. Sie sind von mir aus hinten rechts. Entschuldigung. Andreas Lombard, Verlag Manuskriptum. Ich muss meine Überraschung bekunden, dass hier ein großes Thema überhaupt nicht zur Sprache kam, nämlich die sozialpolitische Zukunftsdimension des Themas. Also wir haben in 15 bis 20 Jahren die Generation der Babyboomer, die in die Pflege kommen wird. Und man liest es auch öfter in den Zeitungen, dass das ein Faktum ist, das nicht zu bezahlen sein wird. Ich finde es immerhin erstaunlich, dass hier eine Diskussion geführt wird, in der von diesem Befund völlig abstrahiert wird und gar nicht der Schluss gezogen wird, dass vielleicht die beabsichtigte Liberalisierung der Suizidbeihilfe etwas damit zu tun hat, dass da Kosten auf die Gesellschaft zukommen, die keiner bezahlen kann, zumal dann, wenn diese Kinder in sehr vielen Fällen keinen Nachwuchs haben, dank der Abtreibung. Das Zweite, was ich gern sagen wollte, ich möchte auf ein Argument von Robert Spähmann hinweisen, das Ihnen, Professor Seher, widerspricht. Die Beihilfe ist deshalb nicht strafbar im Falle des Suizids, weil die Haupttat, nämlich der Selbstmord, überhaupt nicht unter das Strafrecht fallen kann, weil der erfolgreiche Selbstmörder den Raum von Recht und Moral verlässt.
Der Beihelfer aber bleibt in diesem Raum. Und deshalb gibt es sehr wohl eine Möglichkeit, in diesem Fall das Prinzip der Akzessorialität auszusetzen und zu sagen, wir müssen die Beihilfe bestrafen, wenn wir nicht wollen, dass die Sache eskaliert. Und sie eskaliert eben genau dann, das ist der dritte kurze Punkt, wenn ich die Selbstbestimmung löse von der Selbstprüfung. Also wenn ich mich überhaupt nicht mehr frage, ob nicht die Hürde, die früher vor dem Selbstmord errichtet wurde, auch gerade sehr viele Leute davor geschützt hat, diese Hürde zu überspringen. Das heißt, der Helfer nimmt dem Suizidenten, der vielleicht gar keiner ist, diese Resthürde ab und wird zu einem Mittäter. Das heißt, ich weiß am Ende gar nicht, ob der, dem er geholfen hat, ohne diese Hilfe wirklich hätte sterben wollen, ob er wirklich diese Kraft aus eigenem Willen aufgebracht hätte. Dankeschön. Und jetzt noch Herr Ochel, bitte. Der ist bei Ihnen in der Reihe. Ja, die Frage oder meine Frage richtet sich an Herrn Seher. Die Ausgangsfrage war ja, warum Suizidbeihilfe mit dem Strafrecht belangt werden kann. Fokussieren wir uns jetzt einmal ausschließlich auf die organisierte Suizidbeihilfe, ist das für mich durchaus denkbar. Warum? Und ich würde gern fragen, ob Sie diese Argumentation überzeugt. Denn wir dürfen doch nicht außer Betracht lassen, dass es erhebliche soziale Folgewirkungen hat, wenn eine organisierte Form, aus dem Leben zu scheiden, sich in unserer Gesellschaft etabliert. Ja, wir sehen jetzt schon, dass die Zahlen der Suizidtouristen in die Schweiz sprunghaft zugenommen haben. Das führt dazu, dass in Zürich mittlerweile Mediziner Untersuchungen anstrengen und sagen, was passiert da eigentlich? Und das als ein starkes Problem auch der Zürcher Gesellschaft erkennen. Also werden wir den assistierten Suizid in organisierter Form als eine etablierte Möglichkeit am Lebensende, wird das Konsequenzen haben. Das wird solche Konsequenzen haben, die meines Erachtens zurückschlagen, gerade auf die Selbstbestimmung am Lebensende, wenn nämlich meine Kinder, ich habe sie noch, meine Kinder sagen werden, ist es nicht sinnvoll, alter Herr, dass du jetzt aus dem Leben scheidest, du wirst uns und dieser Gesellschaft zur Last. Das ist doch das Problem, auf das wir zugehen. Und vor dem Hintergrund finde ich das sehr wohl angemessen, darüber nachzudenken, dass eine strafrechtliche Problematik entsteht, wenn wir organisierter Suizidbeihilfe diese ermöglichen. Ja, und wir kommen nicht mehr in den Status Nascendi zurück, wo wir sagen, das ist so und das, mittlerweile ist die Diskussion da, mittlerweile nehmen die Zahlen sprunghaft zu und wir müssen reagieren. Und ich halte es für durchaus angemessen, das Strafrecht im Blick auf die organisierte Suizidbeihilfe im Blick auf, weil sie entsprechende soziale Konsequenzen hat, in Anschlag zu bringen. Das verbindet sich durchaus mit einer Position, die sagt, unterhalb dessen, in der Relation Arzt-Patient, muss es Freiräume geben. Das ist eine andere Debatte, aber die sozialen Konsequenzen organisierter Suizidbeihilfe sind erheblich. Herr Slenska, erstmal Reformation und Suizid. Ja. Also es war ja sehr elaboriert an der Zwei-Regimenter-Lehre festgemacht. Die Zwei-Regimenter-Lehre hat ja nicht den Sinn, die Zuständigkeiten oder nicht nur den Sinn, die Zuständigkeiten von Kirche und Staat so zu regeln, dass für einen bestimmten Bereich die Kirche keine Beiträge zu leisten hat und für einen bestimmten Bereich der Staat nicht und die Kirche sozusagen auf die Seelsorge verwiesen wird, sondern es ist einfach dem liegt die Beobachtung zugrunde, dass man eine Gesellschaft nicht auf der Basis aufbauen kann, wie die Täufer und sonstigen chiliastischen Bewegungen damals meinten, dass alle Mitglieder dieser Gesellschaft Christen sind, nicht überzeugte Christen sind. Das ist sozusagen das Bahnbrechende dieser Einsicht oder dieser Unterscheidung zweier Regimenter. Das bedeutet aber nicht, dass die Mitglieder dieser Gesellschaft keine ethischen Überzeugungen, das heißt Wertüberzeugungen haben, nicht? Und dass die Christen in dieser Gesellschaft selbstverständlich einen Beitrag zur Ausbildung dieser Wertüberzeugungen und zur Fortbildung zu einem, so modern gesprochen, zu einem Wertdiskurs zu leisten haben. Das war durchaus Überzeugung der sowohl der lutherischen wie der reformierten Protestanten. Und das bedeutet aber, dass man sozusagen die Werte, die man aussagen, sagen wir christlicher Überzeugung, vortragen zu müssen glaubt, dass man die so vermittelt, dass sie auch nicht Christen nachvollziehbar sind.
Nicht? Das heißt, ich wäre eine Fehlbesetzung, wenn ich mich hier hinstellen würde und aus dem Tötungsverbot oder aus irgendwelchen biblischen Vorgaben normative Vorgaben für die Gesetzgebung formulieren würde. Aber dass diese, das hatte ich am Anfang auch gesagt, dass diese religiösen Überzeugungen zum Entdeckungsgrund für Einsichten werden können, die jedermann nachvollziehbar und jeder Frau nachvollziehbar sind und die man in einem öffentlichen Diskurs zur Geltung bringen kann, das würde ich schon sagen. Und das ist dann aber ein freier Wertdiskurs, der nicht darauf angewiesen ist, dass ich sage, das steht aber nun in der Bibel, sondern das sind möglicherweise biblisch generierte oder theologisch generierte Einsichten, die sich aber in einem freien Diskurs durchsetzen können, weil sie einleuchtend sind. Also in diesem Sinne würde ich schon sagen, gibt es auch eine genuine Aufgabe der Kirche an einem solchen Gesetzgebungsprozess durch den Versuch, die eigenen Einsichten allgemein vermittelbar zu präsentieren, beizutragen. Und das ist eben die Aufgabe von so Denkschriften wie Gott ist ein Freund des Lebens oder Ähnliches. Ich weiß nicht, ob die Frage damit... Sie weichen aber immer noch der Frage nach der Freiheit des Gewissens des Einzelnen aus. Dazu sagen Sie nichts. Ich stimme Ihnen zu, was Sie jetzt gesagt haben. Das ist aber mehr oder minder Common Sense. Aber wenn wir eben gucken, was ist von Karl Barth nach Barmen und so weiter geschrieben worden, dann kommen wir an dieser Frage des Gewissens, der Gewissensbildung des Einzelnen doch nicht vorbei. Und das sozusagen hier auszublenden und den Juristen an der Stelle alt aussehen zu lassen, das finde ich ist a untheologisch und auch wenig seelsorgerlich. Ja. Also ich bin nicht ganz sicher, dass ich die Stoßrichtung Ihrer Frage richtig verstanden habe. Ich habe ja am Beispiel der Schneiderschen Dilemmas durchaus gesagt, dass es einen Punkt gibt, an dem es sozusagen um die Gewissensentscheidung des Einzelnen geht. Nicht? Und dieser Punkt ist unvertretbar. Und da hatte ich doch auf den Schneider hingewiesen. Also diesen theologischen Punkt habe ich durchaus machen wollen. Unvertretbar heißt jetzt nicht in dem Sinne, man darf das nicht vertreten, sondern... Nein, unvertretbar in dem Sinne, es kann nicht eine... Ein Stellvertreter gemacht. Genau, es kann nicht eine allgemeine Regelung diese individuelle Entscheidung präjudizieren. Ja, Herr Seher, meine Damen und Herren, ich denke, das ist jetzt ganz schön warm hier drin. Wir haben 8 Uhr, wir sitzen jetzt seit 18 Uhr hin hier. Jetzt kommt ein sehr unverschämter Satz. Ich schließe hier mit die Rednerliste. Ich denke, wir haben auch hinten draußen dann noch Gelegenheit genug und Sie sind ja hoffentlich auch so munitioniert worden, dass Sie über das Thema noch weiter diskutieren können. Ich glaube, wir machen jetzt hier einfach den Schluss. Aber Herr Seher, nochmal eben diese beiden Fragen, sozialpolitische Zukunftsdiskussion, eine Liberalisierung der Sterbehilfe, wobei man natürlich anmerken muss, wir diskutieren im Augenblick nicht über eine Liberalisierung der Suizidbeihilfe, sondern über eine Sanktionierung. Bisher war die Regelung in Deutschland sehr liberal, aber gleichwohl die Folgen für die Gesellschaft, was auch Herr Ochel angesprochen hat, dazu aber auch noch eine Bemerkung, im Augenblick kommen nicht, nach dem, was ich weiß, kommen nicht die Kinder zu den alten Leuten und sagen, bring dich mal endlich um, sondern sagen die alten Leute, ich darf, geh zu Kusch und meine Kinder dürfen das nicht wissen. Das ist im Augenblick jedenfalls die Realität. Aber gleichwohl, die gesellschaftlichen Folgen können anders sein. Wie geht Strafrecht damit um? Ja, natürlich ist die Frage bewusst provokant. Wie geht es in der Zukunft weiter? Die Fragen berührten sich ja auch die letzten beiden mit der Generation der radikalen Überalterung. Einer ganzen Generation, die sich irgendwann ihr eigenes Alter nicht mehr leisten kann. Und es kommen zu wenig Junge nach, um es bezahlen zu können. Das sind gesamtgesellschaftliche Schwierigkeiten in einer Dimension, die wir alle ahnen, aber längst nicht überblicken. Aber glaubt jemand hier im Raum wirklich, dass das Problem durch eine relevante Anzahl von Suiziden verschärft wird oder sich lösen lässt? Wir reden hier von Zahlen, die sich vielleicht eingependelt haben. Es hat, bevor darüber Erhebungen stattfanden, und auch bis heute gibt es das noch, ein erhebliches Dunkelfeld an Suiziden gegeben. Dadurch, dass es jetzt diese Vereine gibt, die ja auch über ihre Tätigkeit Rechenschaft ablegen müssen, hat man Zahlen in der Hand. Und es spricht sich rum und die Zahlen erhöhen sich. Und deshalb hat man jetzt innerhalb von wenigen Jahren eine scheinbar sprunghafte Erhöhung.
zwischen Anfangserhebungen und heutigen Daten. Ob das aber so weitergeht, ist ja eine ganz andere Frage. Ich zweifle wirklich immer noch ernsthaft daran, dass der menschliche Kopf so gebaut ist, dass er Suizidneigungen verfällt. Das sind Ausnahmesituationen, enge Ausnahmesituationen, die man, das glaube ich auch ganz fest, durch Beratungen auch weiter eingrenzen kann. Also ich glaube nicht, dass man diese fundamentalen Sozialprobleme der Zukunft in irgendeiner Weise beeinflusst, indem man mit dem Suizid offener umgeht, als man das bisher getan hat. Was mich sehr überzeugt hat, war die Frage nach der Selbstbestimmung und der Selbstprüfung. Solange Suizid etwas Geächtetes ist, etwas, mit dem man allein dasteht, ist man verpflichtet zu erheblichsten Selbstprüfungen und muss die Schwelle allein selbst überwinden. Und das wird natürlich erleichtert, wenn man zu jemandem gehen kann, der sagen kann, ich habe es hier schon liegen, was du brauchst. Zahl mir ein bisschen Geld und dann kriegst du es. Was das psychologisch bedeutet, vermag ich weder juristisch noch philosophisch auszuloten. Aber darüber nachzudenken, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob Sie auch noch einen Schlusswort sprechen. Ich glaube, nach dieser langen Diskussion mache ich jetzt einfach Schluss. Danke ganz herzlich den Referenten und Diskutanten für Ihre, ich mache das schon ein bisschen länger jetzt das Thema, aber total erhellenden und informativen Dinge, die Sie gesagt haben. Und danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse.